Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, einen schönen guten Morgen auch denen, die uns hier zuschauen oder noch zuschauen werden, wenn das im Parlamentsfernsehen eingestellt ist. Ich hoffe, Sie hatten einen schönen ersten Advent, sofern Sie daran glauben, oder einfach ein schönes Wochenende. Wir steigen voll ein in die neue Woche mit einer öffentlichen Anhörung des Innenausschusses zum Thema Chancenaufenthaltsrecht. Wer über den Westeingang unser Gebäude betreten hat, hat dort auch einige Menschen gesehen, die sich auf einem Plakat für ein Bleiberecht für alle ausgesprochen haben. Ich vermute oder unterstelle, sie meinen es gut, aber wer ein Bleiberecht für alle fordert, legt eigentlich die Axt auch an das Asylrecht. Denn wenn einfach alle bleiben können, dann brauchen wir alle anderen Regeln gar nicht. Und wie man das gerecht und gut gestalten kann, dann trotzdem Menschen, die hier im Land über viele Jahre sind, nicht vor und zurück können und sich von Duldung zu Duldung hangeln, das ist Gegenstand des Gesetzentwurfs der Bundesregierung. Wir rufen damit auch auf weitere Gesetzentwürfe und Anträge der Fraktion Die Linke und haben für unsere Anhörung heute die Zeit von 10 bis 12 Uhr vorgesehen. Wir werden allerdings einen fliegenden Wechsel haben zur Folgeanhörung. Das heißt, wir müssen ein bisschen am Ende auf die letzten 10 Minuten schauen, dass wir die auf jeden Fall haben, um hier auch nochmal für die nächste Sitzung uns vorbereiten zu können. Ich danke sehr herzlich allen Sachverständigen, die uns auch zuvor schon informiert haben mit schriftlichen Stellungnahmen, aber auch, dass Sie heute hier sind oder auch in geringerem Maße digital zugeschaltet sind. Ich begrüße im Einzelnen Frau Courbois, Herrn Professor Dietz, Frau Eckert, Herrn Dr. Gartus-Niegel, Herrn Dr. Kolb, Frau Schneckenburger, Herrn Strölein, Frau Dr. Weiser und Herr Dr. Wittmann hier im Raum und digital zugeschaltet Herrn Rittgen, Herrn Professor Thüm und Frau Becker. Seitens des Bundesministeriums des Inneren und für Heimat ist Frau Ministerialdirigentin Dr. Ulrike Hornung zugegen. Später erwarten wir auch noch den parlamentarischen Staatssekretär Mahmut Özdemir. Wie ich bereits gesagt habe, werden wir hier eine Aufzeichnung haben der Sitzung. Das ist hiermit also von Ihnen auch so angenommen. Und ich kann zu der Veranstaltung heute Morgen noch das Folgende mitteilen, dass ein Wortprotokoll erstellt werden wird, das auch im Anschluss im digitalen Netz des Bundestages eingesehen werden kann. Und zum Verfahren hier im Ausschuss steigen wir ein mit den 3 Minuten pro Sachverständigen. Das muss ich sehr, sehr streng handhaben, weil wir 12 Sachverständige heute Morgen haben und das alleine schon eine gewisse Zeit beanspruchen wird. Anschließend gehen wir in die Fraktionsrunden und die Regelung dafür werde ich später nochmal erläutern. Wir machen das aber im bewährten Verfahren und ich hoffe, dass es auch nochmal zumindest zu einer Nachfrage oder zweiten Runde kommen kann. Mit diesen Vorbemerkungen und da ich keine gegenteiligen Zeichen erhalte, können wir so verfahren und beginnen in der Reihenfolge des Alphabets und grüßen in den digitalen Kasten über uns. Frau Becker müsste sich noch mit dem Bild freischalten, wenn es ihre Leitung ermöglicht, ohne dass alles zusammenstürzt. Guten Morgen, Frau Becker, Sie hören uns offensichtlich. Guten Morgen, Herr Castellucci. Ja, ich höre Sie und ich habe mein Bild freigeschaltet. Ich sehe das Video. Das ist natürlich bedauerlich, wenn es bei Ihnen nicht ankommt. Ja. Gut, also ich, ja, an der Stimme habe ich Sie erkannt. Also, das insofern würde ich sagen, wir verlieren keine Zeit. Und der Ton war jetzt auch nicht so ganz optimal, aber wir schauen mal, wie es wird, wenn Sie in Ihren Sachvortrag einsteigen. Frau Becker, Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank und entschuldigen Sie, dass es tatsächlich jetzt nur digital geht. Das hat gesundheitliche Gründe.
Die Einführung des Chancenaufenthaltsrechts, das ja als Brücke in eine der bereits bestehenden Bleiberechtsregelungen dienen soll, und auch die Verbesserung der bestehenden Bleiberechtsregelungen und der Zugang zum Integrationskurs für Personen mit einer Aufenthaltsgestattung von Anfang an, begrüßen wir außerordentlich als paritätischer Gesamtverband. Von einem wirklichen Paradigmenwechsel in der Migrationspolitik, die der Koalitionsvertrag ja angekündigt hat, ist aus unserer Sicht der vorliegende Gesetzesentwurf aber doch noch weit entfernt. Und insofern braucht es gerade im Hinblick auf die erneuten Verschärfungen im Abschiebungshaft- und Ausweisungsrecht, aber auch im Hinblick auf die zaghaften Umsetzungen der einzelnen im Koalitionsvertrag beschriebenen Vorhaben durchaus noch viele Verbesserungen. Im Hinblick auf das Chancenaufenthaltsrecht, und darauf möchte ich mich jetzt zunächst konzentrieren, führt das federführende Bundesinnenministerium selber aus im Gesetzesentwurf, dass von den 242.000 Menschen, die geduldet sind, nur 33.000 voraussichtlich den Sprung in eine Bleiberechtsregelung schaffen werden. Um wirklich Kettenduldungen wirksam zu beenden, was das erklärte Ziel ist des Gesetzes, braucht es hier noch erhebliche Nachbesserungen. Erstens ist dafür erforderlich die Streichung des Stichtags. Im Gesetzesentwurf ist der 1.1.2022 vorgesehen. Es kommen nach wie vor weiterhin Menschen in den Status der Duldung fortlaufend. Das wissen Sie, wenn die Zahl der Duldungen tatsächlich massiv beendet werden soll oder zumindest verringert werden soll. Und das ist zwingend Voraussetzung, denn dieser Status ist für die Menschen, die davon betroffen sind, und das sind viele Familien mit Kindern, unhaltbar und wirklich eine Qual. Deswegen schlagen wir vor, die Streichung des Stichtages komplett und stattdessen immer dann, wenn eine Person 5 Jahre in Deutschland aufenthältig ist in diesem Status, dann tatsächlich auch das Chancenaufenthaltsrecht Anwendung finden zu lassen. Äußerst hilfsweise, wenn das tatsächlich nicht möglich sein sollte, dafür keine Einigung zustande kommt, muss der Stichtag zumindest auf den 1.1.2023 verschoben werden, im Hinblick darauf, dass das Gesetzesverfahren ja jetzt immer noch läuft. Zweitens brauchen wir einen Rechtsanspruch statt eben einem Regelerteilungsgrund im Rahmen des Paragraphen 104c. Wir wissen aus unserer Beratungspraxis, dass selbst in Fällen mit einer Regelerteilung häufig von einem atypischen Grund ausgegangen wird seitens der Ausländerbehörden und deswegen die Aufenthaltserlaubnis abgelehnt wird. Und drittens, ganz wichtig, eine Verlängerungsoption. Denn es wird so sein, gerade im Hinblick auf Identitätsklärung und Passerteilung, dass Menschen es nicht schaffen werden, diese Voraussetzungen innerhalb eines Jahres wirklich zu erlangen, obwohl sie alles, was ihnen dafür möglich war, getan haben. Also insofern braucht es aus unserer Sicht hier mindestens eine Verlängerung, eine einmalige Verlängerungsoption um ein Jahr, um den Übergang in die Bleiberechtsregelung. Dankeschön, Frau Becker. Wir müssen jetzt hier stoppen. Wir haben Ihre schriftlichen Ausführungen und die Punkte, die Sie gesetzt haben, sind angekommen. Vielen Dank. Wir setzen fort mit Frau Courbois. Ja, guten Tag und vielen Dank für die Einladung zur heutigen Anhörung. Die IHK-Organisation engagiert sich schon seit vielen Jahren für die Integration von Geflüchteten in den Arbeitsmarkt mit Ansprechpersonen vor Ort und mit dem Netzwerkunternehmen Integrieren Flüchtlinge, das wir gemeinsam mit dem BMWK organisieren. Inzwischen sind es über 3.000 Mitgliedsunternehmen, die Geflüchtete beschäftigen oder unterstützen. Hauptsächlich sind es kleine und mittlere Unternehmen. Allerdings ist die Einstellung von Geduldeten für Unternehmen mit hohem Risiko und großer Unsicherheit verbunden. Sowohl Duldungen als auch Beschäftigungserlaubnisse werden häufig nur für eine kurze Zeit, 3 oder maximal 6 Monate, erteilt. Und jederzeit besteht das Risiko, dass der Mitarbeiter von einem Tag auf den anderen abgeschoben wird. Daher sind die Einführung eines Chancenaufenthaltsrechts und die Anpassungen der Bleiberechtsregelung aus Sicht der Unternehmen als positiv einzuschätzen. Sie bieten im Unternehmen gut integrierte Geduldete eine Chance auf eine langfristige Bleibeperspektive und aktivieren das Arbeitskräftepotenzial von langjährigen Geduldeten, die ihren Weg in den Arbeitsmarkt noch nicht gefunden haben. Damit die Regelungen in der Praxis tatsächlich greifen, ist es wichtig, dass die Gesetze klare Kriterien festlegen, die eine transparente und einheitliche Anwendung ermöglichen. Daher besteht aus unserer Sicht insbesondere bei folgenden Punkten Verbesserungsbedarf. Erstens,
Der vorübergehende Bezug von Sozialleistungen für Auszubildende oder Personen in Berufsvorbereitungsmaßnahmen ist nach § 25b für das Kriterium der Lebensunterhaltssicherung in der Regel unschädlich. Für Personen, die sich qualifizieren oder zum Beispiel mit einer Einstiegsqualifizierung gezielt auf die Aufnahme einer Ausbildung oder vorbereiten, sollte der Übergang in den Aufenthaltstitel nach § 25b rechtssicher ermöglicht werden. Daher sollte der Zusatz in der Regel gestrichen werden. Zweitens, die Identitätsklärung stellt in der Praxis oft eine große Hürde dar. Für Personen, die alle erforderlichen und zumutbaren Maßnahmen zur Identitätsklärung erfolglos ergriffen haben, liegt die Erteilung eines Aufenthaltstitels nach § 25b im Ermessen der Behörde. Die Hinweispflicht der Ausländerbehörden in § 104c Absatz 4 ist aus unserer Sicht sinnvoll, aber nicht ausreichend. Vielmehr sollte die Anforderungen an die Mitwirkung bei der Identitätsklärung gesetzlich so klar formuliert werden, dass eine einheitliche Rechtsanwendung über den Kontext des Chancenaufenthaltsrechts hinaus möglich ist. Wichtig aus Sicht der Unternehmen ist es, dass die behördlichen Verfahren in absehbarer Zeit abgeschlossen werden können und eine klare und langfristige Perspektive für die Einstellung von Geduldeten ermöglichen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank auch für die Punktlandung. Wir setzen fort mit Professor Dietz. Herr Professor Castellucci, meine Damen und Herren, vielen Dank für die Gelegenheit zur Stellungnahme. Ich konzentriere mich auf das Chancenaufenthaltsrecht. Ich habe Verständnis für das Anliegen des Entwurfs. Es geht darum, geduldeten Ausländern eine Brücke zu bauen für einen legalen Aufenthalt. Aber wir haben schon zahlreiche Regelungen über den Spurwechsel. Ob wir dazu noch das Chancenaufenthaltsrecht brauchen, ist eine politische Entscheidung, die Ihnen obliegt. Ich konzentriere mich nur auf die migrationsrechtliche Seite. Ich habe Bedenken dagegen, dass der Entwurf in seiner jetzigen Fassung jene rechtsuntreuen Ausländer bevorzugt gegenüber den rechtstreuen, indem er eine Aufenthaltserlaubnis auf einer Grundlage gibt, die alle anderen Ausländer selbstverständlich erfüllen. Es geht letztlich auch um die Passpflicht. Wir haben in Deutschland 10 Millionen Ausländer circa, die hier leben. Rund 290.000 sind ausreisepflichtig, davon 70.000 wegen fehlender Papiere, die nicht abgeschoben werden können. Sie sind geduldet und im Kern geht es vor allem um diese Gruppe. Das sind 7 von 1.000 Personen. Ich fürchte, wenn wir das Chancenaufenthaltsrecht so schaffen, wie es geplant ist, dann wird es eine vorübergehende Lösung sein, denn von der Zahl der abgelehnten Asylbewerber gibt mehr als die Hälfte bereits heute wieder an, keine Dokumente zu besitzen. Ich appelliere daher, an der Grundregel unseres Ausländerrechts festzuhalten, kein Aufenthalt ohne Reisepass. Alle Ukrainer, die hier Schutz bekommen haben, haben selbstverständlich ihre Dokumente aus dem Krieg mitgebracht und können sich ausweisen und ihre Identität belegen. Warum sollen das andere nicht? Mein Vorschlag ist daher, nicht in Vorleistung zu gehen, indem eine Aufenthaltserlaubnis erteilt wird, ohne vorherige Passvorlage, sondern umgekehrt eventuell eine Chancenduldung zwischenzuschieben unter erleichterten Voraussetzungen, damit die Ausreisepflichtigen sich einen Pass besorgen und dann in die Aufenthaltserlaubnis hineinwachsen. Das würde einen Gleichklang mit allen anderen Spurwechselregelungen schaffen und auch innerhalb der Gruppe der Ausländer für eine Gleichbehandlung sorgen. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Frau Eckert ist die Nächste. Ja, sehr geehrter Herr stellvertretender Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordneten, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, für Terre des Hommes heute die Sichtweise einer Kinderrechtsorganisation einzubringen, die sich seit über 50 Jahren für die Rechte und Teilhabe von geflüchteten und migrierten Kindern und Jugendlichen in Deutschland einsetzt. Das Ziel des vorliegenden Gesetzentwurfs, Kettenduldungen zu beenden, begrüßen wir uneingeschränkt. Seit dem Referentenentwurf des Innenministeriums hat sich auch an der Ausgestaltung schon einiges verbessert. Dennoch muss weiterhin nachgebessert werden, damit das Gesetz für Kinder, Jugendliche und Familien auch tatsächlich eine Chance bereithält. In Deutschland leben derzeit rund 250.000 Personen mit Duldung. Über ein Viertel von ihnen ist minderjährig, über die Hälfte unter 30. Bei den hier diskutierten Regelungen geht es also im Kern vor allem auch um die Zukunftsperspektiven von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen.
Das Gesetz muss ihrer Lebensrealität gerecht werden. Was braucht es dazu? Erstens dürfen Kinder nicht länger von der Aufenthaltssicherung durch Integration ausgeschlossen bleiben. Denn gerade für die kindliche Entwicklung ist ein sicheres Umfeld ohne Zukunftsängste zentral. Es erschließt sich zudem nicht, warum gut integrierte unter 14-Jährige aufenthaltsrechtlich schlechter gestellt werden sollten als gut integrierte über 14-Jährige. Eine derartige Ungleichbehandlung ist auch im Hinblick auf die UN-Kinderrechtskonvention problematisch. Der Kinderrechtsausschuss forderte die Bundesregierung erst kürzlich auf, die vorrangige Berücksichtigung des Kindeswohls in deutscher Gesetzgebung, vor allem im Bereich Asyl und Migration, sicherzustellen. Der Gesetzgeber hat nun die Chance, dieser Forderung nachzukommen, indem er Kinder in die Regelung zu 25a einbezieht. Zweitens müssen die Anforderungen an schulische Erfolge junger Geflüchteter in ihre Lebenssituation angepasst werden. Und drittens, wir wissen aus der Erfahrung unserer Partnerorganisation, wie unterschiedlich Ausländerbehörden Auslegungs- und Ermessensspielräume nutzen. Wohlwollende Ausländerbehörden eröffnen Chancen. Andererorts werden sie verbaut. Im Sinne der Rechtsstaatlichkeit braucht es daher an einigen Stellen noch mehr Verbindlichkeit, damit Ausländerbehörden das Gesetz bundeseinheitlich und fair anwenden. Egal ob in Bremen, Buxtehude oder Bamberg. Das heißt vor allem, wie auch schon von Frau Becker ausgeführt, dass die hier diskutierten Regelungen zu Anspruchsregelungen umformuliert werden sollten. Zudem sollte das weite Ermessen, das Ausländerbehörden bei der Identitätsklärung in den Regelungen zur Aufenthaltsgewährung haben, eingeschränkt werden. Denn warum sollten Ausländerbehörden an Identitätsklärung und im Übrigen auch an der Passpflicht festhalten können, wenn die Grenze des objektiv Möglichen und subjektiv Zumutbaren erreicht ist? Diese Grenze beschreibt den äußersten Rand der Mitwirkungshandlungen von Antragstellenden. Frau Eckert, können Sie noch einen Satz sagen und dann? Ja. Ist sie erreicht, muss von diesen Voraussetzungen abgesehen werden. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Herr Dr. Gartus-Nigel, bitte. Ja, sehr geehrte Ausschussvorsitzende, Abgeordnete, Kolleginnen und Kollegen, vielen Dank für die Einladung zur Stellungnahme. Seit einigen Jahren leite ich ein Beratungsnetzwerk in Sachsen, das regelmäßig geduldete Menschen im Bereich Arbeitsmarktintegration und Bleibeperspektive berät. Eine der Ratsuchenden bei uns ist Farzad, ein Kurde aus Iran, der damals geflohen ist, weil er sich die Wehrpflicht entzogen hat. Farzad reiste Mitte 2017 in Deutschland ein und arbeitet schon mehr als 5 Jahre als Maschinenanlagenführer und spricht gut Deutsch. Er wird im Sozialumfeld als guter Kollege und Freund geschätzt. Schon bei der Einreise hat Farzad seinen Reisepass und weitere Identitätsdokumente abgegeben, aber weil sein Pass mittlerweile abgelaufen ist, bestehen die Behörden nun auf seine erneute Passbeschaffung, sonst würde er seine Arbeitserlaubnis verlieren. Die Vorsprache beim iranischen Botschaft macht Farzad aber große Angst, weil seine Verwandte im Iran regelmäßig von der Polizei gefragt wird, wo er nun geblieben ist. Und zudem von Kriegsdienst verweigern verlangt auch die iranische Botschaft eine Reueerklärung, um einen Pass auszustellen. Eine andere Ratsuchende bei uns ist Lida, die ist eine alleinerziehende Mutter aus dem Libanon mit 4 Kindern. Die ist vor einem gewalttätigen, alkoholisierten Ehemann damals geflohen und bei der Ankunft 2017 hat sie auch ihr Pass sowie eine Geburtsurkunde abgegeben. Aber ihr Pass ist auch abgelaufen und sie bewirbt sich jetzt seit 3 Jahren um einen neuen Pass. Die Botschaft verlangt aber einen Nachweis, dass sie eine Aufenthaltsperspektive in Deutschland hat, sonst wollen die keinen Pass ausstellen. Und so kommt sie immer zu uns mit leeren Händen zurück. Sie hat seit 2020 die Duldung für Personen ohne geklärte Identität und die ganze Familie lebt seither unter dem oder am Grenze des Existenzminimums. Sie träumt von einer Ausbildung als Friseurin in Deutschland. Diese Geschichten, das sind natürlich Einzelfälle, aber aus unseren Beratungsstellen sowie auch Beratungsstellen für Geflüchtete bundesweit höre ich jedoch regelmäßig ähnliche Geschichten von Menschen, die längst ihren Lebensmittelpunkt in Deutschland gefunden haben, die gut integriert sind, die sich bestrebt um Identitätsnachweise bemühen. Viele sind wie Farzad und Lida zu spät eingereist, um überhaupt vom Chancenaufenthaltsrecht zu profitieren. Und selbst wenn sie rechtzeitig eingereist wären, erweisen sich die Passverfahren bei vielen Ländern, wie zum Beispiel Iran, Irak, Libanon, Eritrea, Somalia, Syrien und viele weitere Herkunftsländer, oft als undurchsichtig, unvorhersehbar und auch korrupt und manchmal auch mit persönlich erniedrigender Behandlung verknüpft.
Manche Herkunftsländer wie Gambia, Sudan, Libyen und auch zuletzt Afghanistan stellen sogar überhaupt keine Pässe in Deutschland aus. All dies unterstützt die Empfehlung mehrerer meiner Vorrednerinnen, dass der Stichtag, wenn nicht gänzlich mehr abzuschaffen ist, dann wenigstens verschoben werden müsste, um weitere gut integrierte Geduldete zu erreichen. Und dass es sinngemäß wäre, die Erteilungsdauer auszuweiten, damit die Begünstigten eine realistische Chance haben, die Kriterien für ein langfristiges Bleiberecht zu erreichen. Ja. Vielen Dank. Danke Ihnen, Herr Dr. Kolb. Sehr geehrter Herr Professor Castellucci, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Abgeordnete, vielen Dank erstmal für die Möglichkeit, heute hier zu sprechen. Ich habe 3 Minuten gehabt, jetzt noch knapp 3 Minuten, und möchte 4 Punkte machen in meiner Stellungnahme. Zum einen zur Einführung des Chancenaufenthaltsrechts, zum 104c Aufenthaltsgesetz. Das ist eine Regelung, die aus meiner Sicht pragmatisch versucht, das aufenthaltsrechtlich in den Griff zu bekommen, was 2015, 2016 passiert ist. Aus meiner Sicht ist es daher auf der einen Seite richtig, dieses Chancenaufenthaltsrecht einzuführen. Auf der anderen Seite ist es aber genauso richtig, das über eine Stichtagsregelung aufenthaltsrechtlich so auszugestalten, dass damit eine bestimmte Zielgruppe in den Blick genommen wird, nämlich diejenigen, die in den Jahren 2015, 2016 nach Deutschland gekommen sind. Eine stichtagsunabhängige Regelung oder gar eine Ausweitung der Regelung würde ich daher eher kritisch sehen, würde aber gleichzeitig dieser Neuregelung zuschreiben, dass sie pragmatisch versucht, mit Migrationsprozessen aus der Vergangenheit umzugehen. Insofern die Regelung, wie sie im Moment besteht, sicherlich als positiv zu bewerten. Materiellrechtlich weitgehender sind die Änderungen im Bereich 25a und 25b. Sie kennen die Neuregelungen, die dort vorgesehen sind. Man kann dort sicherlich die Befürchtung haben, dass aufgrund der Absenkung der Voraufenthaltszeiten Situationen entstehen können, dass Personen bereits relativ kurz nachdem rechtskräftig ein Asylverfahren abgeschlossen ist, in die Situation kommen, über diese Möglichkeiten ihren Aufenthalt zu legalisieren. Insofern ist es umso wichtiger, aber das wird heute Nachmittag beraten, die Asylverfahren zu verkürzen. Das nur als Hinweis zum 25a und zum 25b. Bislang noch nicht gesprochen wurde, und vielleicht trifft sich das ganz gut, dass es zumindest auch erwähnt wird, über die Neuregelungen im Familiennachzug. Hier hat sich die Bundesregierung entschlossen, entgegen den Vorhaben des Koalitionsvertrages die Nachweispflicht von Deutschkenntnissen aus dem Ausland nicht vollständig abzuschaffen, sondern nur für eine bestimmte Gruppe abzuschaffen. Wie man insgesamt zu dieser Nachweispflicht steht, ist eine politische Frage. Der SVR hat in einem frühen Gutachten diese Regelung mal als integrationspolitisch eher positiv bewertet. Insofern kann man dann auch positiv bewerten, dass sie nicht ganz abgeschafft wird. Schließlich einen letzten Punkt zum Paragraphen 44, zum Zugang zu den Integrationskursen. Da kann man mit einiger Berechtigung sagen, dieses abgestufte System von dauerhafter und regelmäßiger Bleibeberechtigung hat sich nicht bewährt. Aus meiner Sicht ist es aber zu weitgehend, auch Personen aus sicheren Herkunftsländern einen Zugang zu den Integrationskursen bereits zu ermöglichen. Für diese Gruppe bestehen nicht zuletzt die Westbalkanregelungen, erleichterter Arbeitsmarktzugang. Die Westbalkanregelung wird vermutlich entfristet, entkontingentiert. Da bin ich sehr gespannt. Und insofern wäre das etwas, was man aus meiner Sicht noch mal bedenken müsste. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Danken Ihnen und wechseln zu Herrn Dr. Rittgen, der uns digital zugeschaltet ist. Ja, guten Morgen, meine Damen und Herren. Auch von unserer Seite einen herzlichen Dank für die Möglichkeit, hier Stellung nehmen zu dürfen. Ich tue das nicht nur für den Deutschen Landkreistag, sondern auch für den Deutschen Städte- und Gemeindebund. Wir lehnen die Einführung eines Chancenaufenthaltsrechts ab, und zwar aus 3 Gründen. Erstens sind wir der Auffassung, dass wir eine solche Regelung nicht brauchen, weil es bereits zahlreiche ähnliche Bleiberechts- oder Spurwechselregelungen gibt und wir keinen Bedarf erkennen können, hier nochmals eine solche Möglichkeit zu eröffnen. Wir sind ferner der Überzeugung, und das hat auch Frau Becker ja schon angedeutet, dass es den wenigsten Begünstigten dieser Regelung gelingen wird, innerhalb von einem Jahr die ja durchaus anspruchsvollen Integrationsvoraussetzungen, die erfüllt sein müssen, damit man ein Aufenthaltsrecht, eine Aufenthaltserlaubnis nach § 25a, § 25b bekommen kann, zu erlangen, sodass die Regelungen weitgehend leer laufen würden. Eine Verlängerung kommt aus unserer Sicht auf gar keinen Fall in Betracht. Weil diese Regelung ihr Ziel verfehlen wird, fällt aus unserer Sicht besonders schwer ins Gewicht, dass hiermit erneut der Eindruck erweckt wird, dass man
nach Deutschland kommen kann, ohne die rechtlichen Voraussetzungen zu erfüllen und dass man dann eine Chance hat, hier einen Aufenthaltstitel zu erwerben, nur dadurch, dass man hier bleibt und dass man sich rechtstreu verhält. Und wir finden allein die Tatsache, dass man Integrationsanstrengungen unternimmt und sich rechtstreu verhält, kann kein Grund dafür sein, in Deutschland einen Aufenthaltstitel zu erlangen. Damit wird das Asylrecht zu einem Recht auf Einwanderung deformiert und es droht, dass die gesellschaftliche Akzeptanz, auf die dieses Recht ja ganz wesentlich angewiesen ist und die heute schon nachlässt, dauerhaft beschädigt wird. Wir sind ferner der Auffassung, sehen uns da im Widerspruch zur Begründung der Bundesregierung, dass der Entwurf keineswegs zu einer Entlastung der Ausländerbehörden führen wird. Richtig ist, diese Kettenduldungen, die wiederholten Verlängerungen von Duldungen verursachen Aufwand. Den würde man aber nur dadurch verringern können, wenn die Regelung ihr Ziel erreicht. Das sehen wir, wie gesagt, nicht. Es bleibt dann bei dem Aufwand, der notwendig ist, um erstens diesen Titel nach 104c zu erteilen. Der ist durchaus anspruchsvoll. Die Voraussetzungen müssen geprüft werden. Und wenn dann das Jahr abgelaufen ist und die Regelung ihr Ziel verfehlt hat, fallen die Personen wieder in den Status der Duldung zurück, brauchen also erneut eine entsprechende Bescheinigung. Das ist ein doppelter Aufwand. Nur hinweisen möchte ich darauf, dass das ebenso für die Jobcenter und die Sozialämter zutrifft, weil wir ja einen nur vorübergehenden Rechtskreiswechsel haben. Das alles in einer Zeit, und damit möchte ich auch schon beschließen, in der sowohl die Ausländerbehörden wie die Sozialämter an der Grenze ihrer Leistungsfähigkeit sind. Und deshalb wäre unser Petitum jedenfalls, wenn man das nicht ganz sein lässt, eine Verschiebung des Chancenaufenthaltsrechts. Vielen Dank. Besten Dank und wir wechseln wieder in den Raum zu Frau Schneckenburger. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren, herzlichen Dank für die Gelegenheit zur Stellungnahme durch den Deutschen Städtetag. Unsere schriftliche Stellungnahme liegt Ihnen vor. Wir haben einen Präsidiumsbeschluss des Deutschen Städtetages, der festhält, dass die wiederholte Duldung von Menschen, also Kettenduldung von einer großen Anzahl von Menschen, die in unseren Städten und Gemeinden auch leben, unter integrationspolitischen Gesichtspunkten als problematisch erachtet wird. Es ist wichtig, dass Menschen sich in den Arbeitsmarkt integrieren können, dass es nach einem langen Aufenthalt auch die Chance gibt, sich in die Stadtgesellschaft zu integrieren und auch bildungspolitisch sich zu orientieren, insbesondere dann, wenn es sich um Kinder handelt, auf eine Perspektive hier, die offensichtlich nicht unterbrochen wird. Insofern begrüßen wir die Intention des Gesetzentwurfs und weisen aber auch darauf hin, dass aus unserer Sicht eine einjährige Dauer des Chancenaufenthaltsrechts problematisch sein kann hinsichtlich ihrer Folgewirkung. Denn wir haben natürlich sehr stark im Blick die Belastung auch der Ausländerbehörden, die entsteht durch diese rechtliche Neuordnung und die dann auch nur eintritt, wenn tatsächlich am Ende ein erfolgreicher Übergang in einen anderen Rechtsstatus stehen kann und sozusagen nicht die Ausländerbehörden mehrfach befasst werden mit der Frage, ob sie, also wie sie sozusagen rechtlich mit dem Fall umgehen müssen. Von daher ist ein Jahr aus unserer Sicht auch mit der Perspektive des Besuchs eines Integrationskurses und der Perspektive, möglichst eigenständig den Lebensunterhalt gestalten zu können, ein ausgesprochen kurzer Zeitraum. Und für uns ist das fraglich, ob die überwiegende Sicherung des Lebensunterhaltes da gewinnen kann. Insofern muss man, glaube ich, den Blick noch mal auf das eine Jahr richten. In jedem Fall ist es uns wichtig, und da schließe ich an die Stellungnahme des Kollegen Rittgen an, dass das Chancenaufenthaltsrecht nicht unmittelbar in Kraft tritt, sondern den Ausländerbehörden die Möglichkeit gegeben wird, sich verfahrensmäßig, auch was die Anwendungssoftware anbelangt, einzustellen auf das Chancenaufenthaltsrecht und damit auch die Chance zu gewinnen, tatsächlich angesichts der enormen Belastung, die die Ausländerbehörden haben, darauf will ich noch mal sehr stark hinweisen, sich tatsächlich auch in angemessener Weise mit dann kommenden Anträgen auseinanderzusetzen. Soweit zunächst herzlichen Dank. Danke Ihnen. Und Herr Ströhlein, bitte. Sehr verehrter Herr Ausschussvorsitzender, sehr verehrte Damen und Herren, ich möchte ein paar
Gesichtspunkte aus der Praxis beitragen. Aus einer Gesamtschau heraus sendet der Gesetzentwurf zum Chancenaufenthaltsrecht migrationspolitisch schwierige Botschaften. Denn vom Gesetzentwurf profitieren neben gut integrierten Asylbewerbern auch geduldete und gestattete, die bislang keinerlei Initiative gezeigt haben, sich zu integrieren, trotz bestehender Ausreisepflicht jahrelang nicht freiwillig ausgereist sind oder die Aufenthaltsbeendigung durch fehlende Mitwirkung an zumutbaren Handlungen zu Identitätsklärungen vereitelt haben. Das Vorliegen eines gültigen Reisedokuments ist eine elementare Voraussetzung für die gesetzlich vorgesehene Beendigung des rechtswidrigen Aufenthalts. Liegt ein solches nicht vor, ist der Betroffene zur eigenständigen Beschaffung eines Reisedokuments sowie zur Mitwirkung am Verfahren der Passersatzpapierbeschaffung verpflichtet. Das haben wir heute ja auch schon gehört. In etlichen Fällen kann ohne seine Mitwirkung gar kein Dokument erlangt werden. Hierzu kann ich gerne im Anschluss noch einige Beispiele aus der Praxis anführen. Der neue § 104c unterlief aber behördliche Bemühungen zur Aufenthaltsbeendigung. Im Gesetzentwurf wird nur die wiederholte Täuschung über die Identität als Versorgungsgrund angeführt. Die gesetzliche Mitwirkungspflicht sollte auch hier Ausdruck finden. Sonst bliebe letztlich rechtswidriges Verhalten folgenlos und es könnte die falsche Botschaft verstanden werden, dass man nach Ankunft in Deutschland trotz bestehender Ausreisepflicht durch bloße Untätigkeit nach ein paar Jahren darauf hoffen darf, einen dauerhaften Aufenthaltstitel zu erhalten. Als Praktiker bedauere ich zudem sehr, dass Änderungen, die eine Rückkehroffensive ermöglichen sollen, insbesondere mit Blick auf Straftäter, so gut wie gar nicht Eingang in den Gesetzentwurf gefunden haben oder zu unpräzise sind. So ist aber die Neufassung der Ausweisungsnorm unklar, was unter dem Begriff zwingende Gründe der nationalen Sicherheit zu verstehen ist. Zur Förderung von der Rechtsklarheit hielt ich es für geboten, hier Regelbeispiele aufzunehmen. Der in der Gesetzesbegründung angenommene verringerte Aufwand der Ausländerbehörden ist damit gerade nicht gegeben. Die Personengruppe, für die die Haftzeit in der Abschiebungshaft verlängert wurde, ist meines Erachtens zu eng definiert und hinsichtlich Gefährdern wird offen gelassen, ob sie erfasst werden. Das ist bedauerlich, denn gerade bei dieser Personengruppe ist die Fluchtgefahr besonders groß. Vorschläge, die in der behördlichen Praxis zu einer Entlastung geführt hätten und eine Arbeitshilfe für die Ausländerbehörden gewesen wären, wurden nicht berücksichtigt. Ich hielte zum Beispiel eine praktikablere Vorschrift zum Ausreisegewahrsam wichtig. Bislang kann Ausreisegewahrsam nur in Abschiebungshafteinrichtungen erfolgen, die in der Nähe eines Flughafens sind. Aus praktischer Sicht gibt es aber keinen Grund für diese Einschränkung. Also in einer Gesamtschau kann man sagen, das Chancenaufenthaltsrecht stellt die Ausländerbehörden aktuell vor eine große Herausforderung. Sie sind noch mit den Krisen des aktuellen Jahres befasst und haben, wir erleben jetzt eine Zuwanderungswelle, die an die Jahre der 2015, 2016 herankommt. Und insoweit hielte ich jetzt den Zeitpunkt für die Einführung nicht für günstig. Vielen Dank, Herr Ströhlein. Und wir wechseln zu Herrn Thüm, der uns digital zugeschaltet ist. Ich bedanke mich, dass ich aus dem Ausland digital dabei sein darf. Als Impuls drei kurze Gedanken. Erstens ist das Chancenaufenthaltsrecht eine stichtagsabhängige Antwort auf die Ereignisse von 2015-16. Das ist pragmatisch und kann man so machen, auch wenn der Weg über eine Aufenthaltserlaubnis auf Probe kompliziert ist. Ich bin mir nicht sicher, ob beabsichtigt war, dass damit sogar der Familiennachzug möglich werden könnte. Altfallregelungen haben allgemein den Vorteil, dass sie eben nur für Altfälle gelten. Sie beeinflussen die künftige Zuwanderung kaum und unterminieren die Ausreisepflicht nicht dauerhaft. Altfallregelungen passen also besser zu einem Asylrecht, das zwischen Personen mit und ohne Schutzbedarf prinzipiell unterscheidet. Ich hätte sogar einen Vorschlag, wie Sie die Altfallregelung noch großzügiger ausgestalten können, indem Sie nicht nur auf die Symptome reagieren, sondern auch die Ursachen bekämpfen. Zweitens muss die Analyse streng zwischen Altfällen und zukunftsgewandten Legalisierungspfaden unterscheiden. Letztere gibt es nämlich schon heute und sie erfassen mehrere tausend Personen pro Jahr. Der Gesetzentwurf schafft also nichts Neues, sondern weitet Bestehendes aus. Aber durchaus ganz weitgehend. Die Krux ist nämlich, dass die scheinbar moderate Absenkung der Wartezeiten bei Paragraphen 25a und b in der Praxis durchaus dramatische Auswirkungen haben kann. Die Wartezeiten beziehen sich nämlich nicht auf Kettenduldung, sondern umfassen das Asylverfahren. Nun inzwischen schnell ist, dauerten die Klageverfahren vor den Verwaltungsgerichten zuletzt 26,5 Monate, Tendenz steigend.
Wenn man alle Schritte addiert, kommt man auf einen rein statistischen Durchschnittswert, der im Einzelfall viel höher oder niedriger liegen kann, von derzeit 33 bis 34 Monaten die Ausreisepflicht vollziehbar. Scheitert eine Dublin-Überstellung in den anderen EU-Mitgliedstaat, kommt nochmals mehr als ein Jahr hinzu. Das bedeutet nun konkret, dass eine Legalisierung nach dem Willen der Bundesregierung künftig möglich sein wird, wenn die erste Duldung erst kurz vorher erteilt wurde. Wenn man das ändern wollte, müsste man im Gesetz eine Vorduldungszeit als Erteilungsvoraussetzung ergänzen, um eben sicherzustellen, dass es wirklich nur um Kettenduldungen geht. Drittens wiederholt der Gesetzentwurf das Versprechen einer Rückführungsoffensive. Hierzu gibt es da nur eine einzige Änderung, nämlich die längere Haftdauer für Straftäter, wobei der konkrete Umfang von den Gerichten im Einzelfall festgelegt wird. Die Begründung führt aus, dass dies nur wenige Einzelfälle betreffen wird. Auch ansonsten kommt die Migrationssteuerung im Entwurf nicht vor. Sogar Menschen aus sicheren Herkunftsstaaten sollen künftig Zugang zu berufsbezogenen Sprachkursen erhalten, damit sie leichter einen Job finden. Mit schnellen Legalisierungen und auch der Integrationsförderung von Anfang an wird eine Unterscheidung immer unwichtiger, die vor ziemlich genau 30 Jahren im Zentrum stand beim Asylkompromiss im Dezember 92, nämlich die Unterscheidung zwischen Personen mit und ohne Schutzbedarf. Vielen Dank. Danke, Herr Thüm. Und wir wechseln zu Frau Dr. Weiser hier in den Saal. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, auch der Caritasverband Osnabrück dankt für die Gelegenheit zur Stellungnahme. Wir begrüßen grundsätzlich die vorgeschlagenen Erleichterungen für eine Aufenthaltssicherung, sind aber der Auffassung, dass, wenn das Ziel, Kettenduldungen dauerhaft zu vermeiden, erreicht werden soll, weitere grundlegende Änderungen erforderlich sind. Aus unserer Sicht sollte es eine stichtagsfreie Regelung sein. Und auch wenn es beim Stichtag bleibt, sollte nicht der Tag des Inkrafttreten des Gesetzes maßgeblich sein, sondern der Tag des Inkrafttretens des Gesetzes, weil sonst kein 5-jähriger, sondern ein 6-jähriger Aufenthalt Erteilungsvoraussetzung ist. Zur Schaffung von Rechtssicherheit sollten Ansprüche auf die Erteilung von Aufenthaltserlaubnis keine Sollregelungen formuliert werden. Wenn auf die Versagung des Chancenaufenthaltes bei falschen Angaben nicht verzichtet wird, sollte jedenfalls ergänzend das Wort nachweislich eingefügt werden, damit klargestellt ist, dass die Ausländerbehörden die Darlegungs- und Beweislast dafür haben, dass falsche Angaben tatsächlich gemacht worden sind. Entsprechende Vermutungen dürfen nicht ausreichend sein. Auch aus unserer Sicht ist eine einjährige Laufzeit ohne Verlängerungsmöglichkeit nicht zielführend. Im Kontext der Identitätsklärung sollten die Ausländerbehörden verpflichtet sein, schriftlich auf die objektiv möglichen und subjektiv zumutbaren Mitwirkungshandlungen hinzuweisen und das in einer der Beteiligten verständlichen Sprache. Wird die Vorname der erwarteten Mitwirkungshandlung glaubhaft gemacht und kann die Identität dennoch nicht ausreichend geklärt werden, muss ein Rechtsanspruch auf die Erteilung der Aufenthaltserlaubnis nach den Bleiberechtsregelungen bestehen, nicht lediglich ein Absehen nach Ermessen möglich sein. Um die Erweiterung der Altersgrenze bei 25a auf unter 27-Jährige wirksam werden zu lassen, müssten anstelle des Schulbesuchs auch die Aufnahme einer Ausbildung oder Teilnahme an anderen Bildungs- oder Qualifizierungsangeboten anerkannt werden. Aus unserer Sicht ist es sinnvoll, zur Umsetzung des Koalitionsvertrages allen hier Lebenden Zugang zu Integrations- und Berufssprachkursen zu ermöglichen. Auch Menschen mit einer Duldung und auch Asylsuchenden aus den sogenannten sicheren Herkunftsländern, zu denen ja auch Ghana und Senegal gehören beispielsweise, die nicht von dieser Möglichkeit in der Beschäftigungsverordnung profitieren können. Ja, und dann ist es aus unserer Sicht auch wichtig, bei der Gestaltung von Integrationskursen, aber auch bei Erteilungsvoraussetzungen für Aufenthaltstitel auf die besondere Situation von schutzbedürftigen Personen wie von Menschen mit Behinderungen Rücksicht zu nehmen und entsprechende Kurse einzurichten und aber auch entsprechende Regelungen zu schaffen, dass auf Erteilungsvoraussetzungen bei besonders Schutzbedürftigen verzichtet werden kann. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Und abschließend Herr Dr. Wittmann. Sehr geehrte Abgeordnete, sehr geehrte Damen und Herren, mit den Problemkreisen der Kettenduldungen und der Asylverfahrensbeschleunigung haben Sie sich zwei Großthemen vorgenommen, die Ausländerpolitik und Verwaltungsbehörden seit Jahrzehnten beschäftigen.
In der darauffolgenden Anhörung zur Asylverfahrensreform werde ich darzulegen versuchen, dass derart verfestigte Problemlagen kaum durch graduelle Veränderungen der Rahmenbedingungen strukturell verbessert werden können. Auch bei der Frage der Kettenduldungen, das heißt langjährig prekären Aufenthalten ohne Aussicht einerseits auf Abschiebung und andererseits auf Statusverfestigung, handelt es sich um eine solche Problemlage, in der inkrementelle Detailänderungen allenfalls inkrementelle Fortschritte versprechen. Die Problematik stellt sich wie folgt dar. Das geltende Ausländerrecht bietet eigentlich alle notwendigen Instrumente, um die grundlegende Konfliktlage gegenüber vollständig rechtstreuen Ausländern aufzulösen. Führt die Mitwirkung des Ausländers zu einer Identitätsklärung und Passbeschaffung oder befolgt er freiwillig die gesetzliche Ausreisepflicht, wird ein dauerhaft prekärer Aufenthalt durch Ausreise und Abschiebung vermieden. Scheitern auch optimale Mitwirkungshandlungen an den äußeren Umständen, kann eine Statuslegalisierung erfolgen. Verzögert sich das Asylverfahren ohne Verschulden des Betroffenen und leistet dieser individuelle Integrationsleistungen, kann ebenfalls eine Legalisierung erfolgen. Das Fortbestehen der Problematik der Kettenduldung ist daher Konstellationen geschuldet, in denen gesetzlich vorgeschriebene Mitwirkungshandlungen gerade aus Angst vor der Abschiebung nicht erfüllt werden. Der zunächst naheliegende Versuch, eine Einhaltung der Rechtsordnung durch sanktionsähnliche Maßnahmen zu erzwingen, scheitert aber daran, dass ein sozialer Rechtsstaat keine Aufenthaltsbedingungen schaffen kann und will, die eine Rückkehr in zum Teil von Armut, Korruption und mangelnden Perspektiven geschüttelten Herkunftsstaaten als attraktiver erscheinen lässt. Der ebenfalls nachvollziehbare Versuch, betroffene Ausländer mit der Aussicht auf die neu gestaltete, von einer fristgemäßen Identitätsklärung abhängigen Ausbildungs- und Beschäftigungsduldung unter Zugzwang zu setzen, hat daher ebenfalls nicht im gewünschten Umfang zum Erfolg geführt. Ein möglicher Hinweis auf eine Bringschuld betroffener Ausländer ist daher rechtlich zutreffend und auch in der Sache verständlich, löst die mit der verbreiteten Nichterfüllung rechtlich kaum erzwingbarer Bringschulden verbundenen tatsächlichen Probleme aber nicht. Der vorgeschlagene Paradigmenwechsel einer staatlichen Vorleistung ist für die Rechtsordnung daher zweifellos schmerzhaft, aber wohl dennoch richtig und wichtig. Er muss aber aus Sicht der Betroffenen geeignet sein, eine belastbare Aussicht auf Statusverbesserung ohne Angst vor der Abschiebung, die gerade durch erste zaghafte Mitwirkungsschritte ermöglicht wird, zu vermitteln. Er muss im Interesse einer effektiven Migrationssteuerung aber zugleich gewährleisten, dass die Aussicht auf eine Durchsetzung der Ausreisepflicht im Fall eines Scheiterns der Integrationsbemühungen gesteigert wird. Ein faires Chancenaufenthaltsrecht muss schließlich auch sicherstellen, dass es nur in aussichtsreichen Fällen gewährt wird und in den gewährten Fällen auch echte Aussichten auf eine dauerhafte Statusverbesserung verspricht. Vielen Dank, Herr Dr. Wittmann, und an dieser Stelle gleich noch einmal Ihnen allen auch für die prägnanten Beiträge. Wir kommen jetzt zu der Fraktionsrunde. Ich würde dabei die genannten Berichterstatterinnen und Berichterstatter aufrufen. Falls es da noch mal einen Wechsel gibt, bitte ich um ein entsprechendes Signal in der ersten Runde. Bitte richten Sie Ihre Fragen gezielt an Sachverständige, die Sie fragen wollen, und beachten Sie unsere Regelung in der Fraktionsrunde, jetzt entweder zwei Fragen an einen Sachverständigen oder eine Sachverständige zu richten oder je eine an zwei. Wir beginnen mit dem Kollegen Lind. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich wähle die Option 2. Sehr geehrte Frau Eckhardt, zuerst an Sie gerichtet. Sie haben ja, ich finde, sehr eindrucksvoll etwas geschildert, was gerade im Bereich der Asyl- und Migrationspolitik dringlich ist, nämlich der Einbruch der Wirklichkeit und der Lebensrealität in die politische Praxis. Stichwort Lebensrealität, gerade in Ihrem Fall bezogen auf junge Menschen, junge Volljährige, aber auch Jugendliche. Sie machen in Ihrer Stellungnahme deutlich, inwiefern in Bezug auf diese Personengruppe, wie auch in Bezug auf Menschen mit Behinderungen und schweren Erkrankungen, die Frage des erfolgreichen Schulbesuchs auch noch an der Realität besser orientiert werden sollte. Könnten Sie noch mal hier ausführlich darlegen, im Rahmen der zeitlichen Möglichkeiten, warum das aus Ihrer Sicht eine kritische Frage ist und wie der Verbesserungsbedarf besteht, was man machen könnte in Bezug auf beide Gruppen, also junge Menschen wie auch Menschen mit Erkrankungen und Behinderungen. Meine zweite Frage richtet sich an Frau Dr. Weiser. Auch da nehme ich wieder das Stichwort Orientierung an der Lebensrealität, und das heißt nicht
eine Gesetzgebung, und das ist, glaube ich, für uns auch als Ampel sehr wichtig, die einfach abstrakte Erwägungen hat, sondern die hier ganz pragmatisch vorgeht und sich anguckt, wie die Wirklichkeit der Menschen ist, die hier oft schon sehr lange sehr gut integriert und auch mit viel Einsatz leben. Es ist im gegenwärtigen Gesetzentwurf eine Ausschlussfrist mit dem Ende nach 12 Monaten vorgesehen. Könnten Sie einmal skizzieren, welche Herausforderungen das für diejenigen im Chancenaufenthalt bedeuten würde in dieser Brücke und ob das aus Ihrer Sicht hinreichend ist oder aber, gesetzt den Fall, wir änderten daran noch was, ob Sie eine individuelle Prüfung, eine individuelle Verlängerungsprüfung, Verlängerungsmöglichkeit bei Nichtverschulden, also bei selbst unverschuldeten Nichterfüllen der Kriterien als sinnvoll erachteten oder eher eine generelle, allgemein für alle geltende Verlängerung des Chancenaufenthalts. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Lind. Frau Dr. Launert. Ja, vielen Dank. Ich hätte zwei Fragen an den Herrn Professor Thüm, der zugeschaltet ist. Und zwar die erste Frage ist, welche Personengruppe unter den Ausreisepflichtigen würden denn nach Ihrer Auffassung von dem Chancenaufenthaltsrecht am meisten profitieren? Ist es so, dass es vor allem Geduldete sind, deren Identität vorwerfbar nicht geklärt ist? Beziehungsweise ist es sogar möglich, dass Identitätstäuscher im Falle einer lediglichen Mitursächlichkeit, weil zum Beispiel noch andere Abschiebehindernisse bestehen, davon profitieren? Und welche Auswirkungen im Zusammenhang mit dem Familiennachzug hätte das? Und die zweite Frage, wie beurteilen Sie die Änderungen am Migrationssystem durch das dauerhafte Absenken der Aufenthaltszeiten beim 25a und b Aufenthaltsgesetz auch mit den Folgen des Familiennachzugs? Danke. Frau Pollert, bitte, für Bündnis 90 Die Grünen. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich würde die gleiche Frage an zwei Sachverständige stellen, einmal an Kerstin Becker und einmal an Frau Courbois. Und zwar geht das auch in Richtung Identitätsklärung. Unserer Erfahrung nach, ob das die Unternehmen sind im Besonderen, aber eben auch alle Beratungsstellen in der Praxis, machen deutlich, dass die Identitätsklärung in der Praxis die größte Hürde ist bei allen bisherigen Bleiberechtsregelungen. Und dass eben, wie das Frau Weiser ausgeführt hat, an den Kriterien liegt, objektiv möglich und subjektiv zumutbar. Wir sind jetzt immer im Austausch mit den Fraktionen darauf hingewiesen worden, dass eine Regelung im 104c, die Sie auch angesprochen haben, Frau Courbois, Absatz 4 ist das, glaube ich, schon sehr konkret formuliert ist. Sie haben aber dennoch gesagt, das ist nicht ausreichend. Vielleicht an beide Sachverständige noch mal aus der Praxis vielleicht deutlich zu machen, dass das nicht unbedingt immer im Ermessen des Betroffenen ist und wo da auch der große Aufwand bei Ihnen ist, bei den Unternehmen, die ja auch die entsprechenden Projekte haben oder eben auch aus der Praxis heraus, Frau Becker, wie man das denn konkreter fassen kann. Wir planen ja auch die Eidesstatt im nächsten Gesetzespaket. Halten Sie eine Übergangsregelung vielleicht für notwendig oder eine Klarstellung im jetzigen Gesetzespaket? Vielen Dank. Herr Dr. Curio. Ja, vielen Dank. Ich richte meine beiden Fragen an Dr. Rittgen. Und wir diskutieren ja das Chancenaufenthaltsrecht zum Beispiel vor dem Hintergrund der Stellungnahme des Landkreistags, die dann mit den Leuten wirklich da sitzen, dass der hier betroffene Personenkreis tatsächlich oft kein Interesse an der Erfüllung der gesetzlichen Mitwirkungspflichten zeige oder sich jedenfalls ernsthaft integrieren wollen und Verweilgrund sei dabei ausschließlich wirtschaftliche Vorteilnahme. Meine beiden Fragen beziehen sich auf Widersprüche im Grundsätzlichen und zu Fristen und Zeitabläufen, inwieweit die richtig konstruiert sind. Weil mit Widersprüchen im Grundsätzlichen meine ich, dass hier durch diesen Entwurf des Chancenaufenthaltsgesetzes ja die Erwartung geweckt wird, man muss sich also lange genug aufhalten, hier in Deutschland sitzen, um dann ganz unabhängig von der Rechtmäßigkeit der Zuwanderung ein gesichertes Aufenthaltsrecht erlangen zu können, zum Beispiel eben durch bestimmte Integrationsleistungen. Das ist ja eigentlich nicht im Sinne der Rechtsstaatlichkeit oder wenn überhaupt künftig ungeklärte Identität kein absolutes Hindernis mehr sein soll. Ja, wenn die Leute also sagen, sie seien selbst nicht schuld, dass sie keinen Pass haben, das ist ja wohl kontraintuitiv. Oder der Gesetzentwurf enthält ja auch insofern einen Widerspruch, dass Sprach- und Integrationskurse auch für Personen aus sicheren Herkunftsländern vorgesehen sind, insbesondere aber seltsam, wenn man berücksichtigt, dass zu diesen Ländern neben Senegal und Ghana ja doch die Westbalkanstaaten gehören und damit Länder,
die nicht nur potenzielle Beitrittskandidaten zur EU sind, sondern für deren Staatsangehörige über die Option der Westbalkanregelung ja auch bereits privilegierte Möglichkeiten der Einreise zum Zweck der Erwerbstätigkeit bestehen. Also wird dadurch nicht dieses migrationspolitische Instrument, bestimmte Länder als sichere Herkunftsländer zu definieren, ad absurdum geführt oder mindestens doch unterminiert? Das ist der eine Fragenkomplex. Der andere, ob Fristen und Zeitabläufe richtig konstruiert sind, 5 Jahre, 3 Jahre. Bei der Aufrechnung von Zeiten zur Mindestaufenthaltsdauer von 5 Jahren waren bislang ja Zeiten nicht enthalten, in denen der Migrant, der nur Geduldete, der also keinen Asylgrund nachweist, seine Identität gegebenenfalls verschleiert, womit er das eigentlich angezeigte Abschiebezielland verheimlicht. Diese Zeiten der bewussten Verschleierung der eigenen Identität sollen jetzt künftig als Warteleistung auf der Uhr bis zur dauerhaften Aufenthaltserlaubnis angerechnet werden. Sie sind aber gerade keine Warteleistung, sondern selbstverschuldete Verzögerung bzw. Verhinderung einer Maßnahme. Und das andere Beispiel, die 3-Jahres-Frist, eine Legalisierung des Aufenthalts für abgelehnte Asylbewerber bis 27 soll künftig nach 3 Jahren bereits möglich sein. Da greift aber die Legalisierung angesichts langer Verfahrensdauer im statistischen Durchschnitt künftig nur wenige Wochen oder Monate, nachdem die Ausländerbehörden eine Person erstmals überhaupt hätte, gegebenenfalls, abschieben können. Im Einzelfall kann das noch während des Asylverfahrens sein. Hebt das nicht eigentlich dann die Exekution der Rechtsfindung auf und damit den Sinn von Rechtsbindung und Rechtsfindung überhaupt? Herr Thomi, bitte. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich möchte von der Option 1 Gebrauch machen und 2 Fragen an den Sachverständigen Herrn Dr. Holger Kolb richten. Zum einen betreffend den Paragraphen 104c, also das ist eigentlich Thema Chancenaufenthalt und darum das Thema Zeiten und Fristen. Intention ist ja, gewisse in der Vergangenheit abgeschlossene Vorgänge, die wir bislang nicht lösen konnten, eine Lösung zuzuführen. Und da ist nun von einigen Sachverständigen angeregt und empfohlen worden, den Stichtag zu verlegen, also von dem 01.01.2022 minus 5 Jahre nach hinten zu verlegen. Zum Zweiten das Chancenjahr zu verlängern, das ist gesagt worden. Zum Teil, das sei ein zu kurzer Zeitraum, könne nicht gelingen. Von daher wäre eine Verlängerung empfehlenswert. Und zum Dritten ist auch empfohlen worden, den Stichtag, die Befristung des Gesetzes ganz aufzuheben. Und da würde mich Ihr Blick darauf interessieren. Es geht ja um Menschen, die auch schon geraume Zeit im Lande sind. Ist eine Verlängerung des Chancenjahres geboten oder gar notwendig, erscheint eine Entfristung des Gesetzes als empfehlenswert und ist eine Verlegung des Stichtages aus Ihrer Sicht sinnvoll oder gar notwendig. Die zweite Frage betrifft die Paragraphen 25a und b. Auch da geht es uns ja darum, Menschen, die lange geduldet sind, in den Genuss dieser Vorschrift gelangen zu lassen. Gleichwohl ist die Frage, gelingt es denn 25a und b in dieser Form, sind die Voraussetzungen ausreichend? Da müsste man nochmal klarstellen, es geht um Menschen, die lange geduldet waren im Lande, um sie in den Genuss dieser beiden Vorschriften gelangen zu lassen. Denn es wird ja auch vorgetragen, jemand, der nur einfach lange Zeit ein Verfahren durchläuft, der kommt praktisch automatisch in den Genuss der 25a und b, auch wenn er gar nie oder nur kurze Zeit geduldet gewesen wäre. Das wären meine beiden Fragen an Herrn Dr. Kolb. Vielen Dank. Die Fraktionsrunde schließt ab. Frau Bünger. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich möchte auch von der ersten Option Gebrauch machen. Ich habe 2 Fragen an Herrn Dr. Gatus-Niegel. Vielen Dank für Ihre ausführliche Stellungnahme. Wir haben jetzt ja auch schon viele kritische Stimmen gehört. Es wurde viel über die problematische Stichtagsregelung gesprochen und dass das Chancenaufenthaltsrecht auch als Anspruch ausgestaltet werden soll. Außerdem teile ich auch Ihre Bedenken, dass nur sehr wenig Menschen von der Regelung profitieren werden. Und so wie ich es auch verstanden habe und so wie Sie es auch ausgeführt haben, gibt es viele Probleme, vor denen Menschen stehen, wenn sie sich um diesen Aufenthaltstitel bemühen. Sie haben 2 Beispiele genannt in Ihrem Eingangsstatement und ich glaube, die zeigen ganz realistisch, wo die Probleme in der Praxis liegen und weshalb hier auch von einigen Sachverständigen eine Verlängerungsmöglichkeit gefordert wurde. Können Sie uns denn aufgrund Ihrer Praxiskenntnisse noch einmal erläutern, warum es eine Verlängerungsmöglichkeit beim Übergang ins Bleiberecht geben soll? Und welche Probleme gibt es Ihrer Erfahrung nach bei dem Nachweis zur Identität oder auch bei der Sicherung des Lebensunterhalts?
Und was sind Ihre Lösungen? Was schlagen Sie dazu vor? Und meine zweite Frage auch an Sie wäre, die Bleiberechtsregelung nach 25a, mein Vorredner hat auch gerade darüber gesprochen, soll künftig auch für junge Erwachsene bis zum 27. Lebensjahr gelten. Und zugleich wird unverändert auch ein erfolgreicher Schulbesuch bzw. Abschluss gefordert. Auch hier ist es, glaube ich, wichtig, noch mal einen Blick in die Praxis zu werfen. Das würde ich mir von Ihnen dann wünschen. Und dass Sie mir noch mal darstellen, warum das aus Ihrer Sicht problematisch ist. Und können Sie vielleicht auch noch mal ein paar Fälle aus der Praxis da zur Veranschaulichung darstellen, wo da die Probleme liegen? Vielen Dank. Besten Dank. Wir kommen jetzt zur Beantwortung. Das machen wir so, dass ich wieder in der alphabetischen Reihenfolge aufrufen werde, soweit Fragen an Sie gerichtet worden sind. Und damit hat als Erste das Wort Frau Becker. Ja, vielen Dank. Zu der Frage der Identitätsklärung. Tatsächlich ist es so in unserer Beratungspraxis, dass dieses Thema einen sehr, sehr großen Teil der Beratungsarbeit ausmacht, weil es hierbei immer wieder zu großen Schwierigkeiten kommt. Die Hinweise, die dort bislang gegeben werden und die wir auch jetzt im Rahmen dieser aktuellen Formulierung im Paragraphen 104c sehen, sind in der Regel allgemeiner Natur. Das heißt, sie beziehen sich nicht konkret auf das spezifische Herkunftsland. Das ist aber aus unserer Sicht ungeheuer wichtig, um zu unterscheiden und überhaupt sagen zu können, welche der Mitwirkungspflichten ist im vorliegenden Fall überhaupt objektiv möglich. Und welche ist der jeweiligen Person oder für die jeweilige Person zumutbar? Also hier muss aus unserer Sicht zum einen wirklich eine konkrete Hinweispflicht der Ausländerbehörde vorgesehen werden, die sich auf den konkreten Einzelfall bezieht und eben nicht eine generelle Hinweispflicht oder zumindest eben im Hinblick auf das spezifische Herkunftsland. Und zum anderen muss stärker unterschieden werden, was ist objektiv möglich oder unmöglich und was ist der Person unzumutbar. Das sollte dann eben verknüpft werden mit der Möglichkeit, wenn alles getan wurde, was der Person, was möglich war und was zumutbar war, dann und trotzdem nicht zum Erfolg geführt hat, dann eben eine eidesstattliche Versicherung abzugeben. Aktuell ist diese Regelung lediglich vorgesehen im Paragraphen 104c. Wir sehen das vor dem Hintergrund kritisch, dass die Frage der Identitätsklärung ja an sehr vielen verschiedenen Stellen des Aufenthaltsrechts immer wieder relevant wird. Und aus unserer Sicht deswegen eine generelle Klärung dieses Problems sinnvoll wäre. Das wäre zum Beispiel möglich in Paragraphen 82 des Aufenthaltsgesetzes. Das wäre auch möglich im Rahmen der Paragraphen 48 fortfolgende. Also hier sollte aus unserer Sicht wirklich nochmal grundsätzlich geschaut werden, wie man dieses Problem strukturell angehen kann. Danke. Vielen Dank. Frau Courbois, bitte. Ja, vielen Dank für die Frage zur Identitätsklärung. Ich möchte hier mit einem kurzen Beispiel anfangen. Ein junger Mann aus Guinea hat seine Ausbildung zum Koch abgeschlossen. Der Betrieb möchte ihn weiter beschäftigen. Da er in der Ausbildungsduldung war, könnte er einen Aufenthaltstitel nach 19d erhalten. Er erfüllt alle sonstigen Voraussetzungen, kann aber keinen Pass vorlegen, weil die guineische Botschaft zu dem Zeitpunkt keine Pässe ausgestellt hat. Mittlerweile stellt die guineische Botschaft wieder Pässe aus, aber vom Termin der Antragstellung bis zur Passausstellung kann bis über ein Jahr Zeit vergehen. Nun befindet sich der junge Mann wieder in der Duldung und weder für ihn noch für den Betrieb besteht Rechtssicherheit. Dieses Beispiel verdeutlicht zwei Aspekte, die aus Sicht der Unternehmen in Bezug auf die Identitätsklärung problematisch sind. Zum einen scheitert der Übergang aus der Duldung und hier in diesem Fall aus der Ausbildungsduldung in einen rechtssicheren Aufenthaltstitel trotz erbrachten Integrationsleistungen und dringendem Bedarf des Unternehmens, weil der junge Mann unverschuldet seine Identität nicht klären konnte. Zum anderen verdeutlicht es aber auch, dass die Herausforderung in Bezug auf die Identitätsklärung nicht nur im Kontext des Chancenaufenthaltsrechts relevant sind. Daher sollte die Anforderung an die Identitätsklärung nicht nur im Zusammenhang mit dem Chancenaufenthaltsrecht geklärt werden, sondern allgemein gesetzlich klargestellt und geregelt werden.
Ein konkreter Vorschlag, wie die Identitätsklärung neu geregelt werden soll, liegt über unsere Erfahrungswert als Wirtschaftsverband hinaus. Aber Organisationen, die heute auch hier vertreten sind, haben hinzu konkrete Vorschläge gemacht, die heute schon erwähnt wurden. Wir schließen uns insbesondere den Vorschlag an, die Ausländerbehörde gesetzlich dazu zu verpflichten, konkrete herkunftslandspezifische und zumutbare Mitwirkungshandlungen zu benennen, die für die Identitätsklärung vorzunehmen sind. Außerdem schätzen wir die im Koalitionsvertrag geplante Einführung einer Versicherung einer Eidesstadt als positiv ein, weil die nachweisbaren Anstrengungen zur Identitätsklärung über einen längeren Zeitraum, wenn diese Anstrengungen über einen längeren Zeitraum erfolglos geblieben sind. Vielen Dank. Besten Dank. Frau Eckert, bitte. Herzlichen Dank für die Frage zum erfolgreichen Schulbesuch. Eine Anpassung des Kriteriums des erfolgreichen Schulbesuchs ist für uns in der Tat unabdingbar. Denn junge Geflüchtete haben nach Ankunft in Deutschland ungleich schwere Startchancen im Schulsystem. Sie müssen eine neue Sprache erlernen, sich in einem neuen Bildungs- und Gesellschaftssystem zurechtfinden. Sie sind teils durch Traumata psychisch belastet und verpassen durch viele Behördentermine Lerninhalte. Der Druck, unter dem sie stehen, ist immens und darf nicht durch starre Leistungsanforderungen verstärkt werden. Wir schlagen vor, die Anforderungen an Schulbesuch abzuändern zu überwiegend erfolgreich im Rahmen der individuellen Möglichkeiten. Auf diese Weise kann weiterhin die schulische Gesamtsituation des jungen Menschen wie Note, Regelmäßigkeit des Schulbesuchs, Mitarbeit und Umgang mit Mitschülerinnen in die Bewertung einfließen. Andererseits werden keine übertrieben hohen Anforderungen an ihren schulischen Erfolg gestellt. Durchfallen in einigen Fächern, Fehltage oder fehlende Mitarbeit müssen unschädlich bleiben, solange ein Verlassen der Schule nicht unausweichlich bevorsteht und somit der Schulabschluss nicht von vornherein ausgeschlossen gilt. Durch die Referenz zu den individuellen Möglichkeiten werden zudem die individuellen Lebensumstände und Startbedingungen des jungen Menschen zum Gradmaß, nicht die der gesamten Schulpopulation. Dabei muss auch der Besuch einer Förderschule, ein Abschluss an der Förderschule berücksichtigungsfähig sein. Ein anderes Kriterium, das immer wieder unter den Nichtregierungsorganisationen auch in Betracht kam, war, ob man zu erfolgreich oder regelmäßig umformuliert. Dabei will ich noch deutlich darauf hinweisen, dass dann aber klargestellt werden muss, dass erfolgreich nicht heißt Zweier und Dreier und dass regelmäßig nicht heißt stets, weil aus der Praxis in einigen Bundesländern, allen voran Bayern, wissen wir, dass erfolgreicher Schulbesuch teils an diesen Maßstäben ausgerichtet wird, obwohl dies gesetzlich überhaupt nicht geboten ist. Neben dem Schulbesuch und Schulabschluss sollte zudem auch laufende berufliche Qualifizierung wie Ausbildung, Studium, Einstiegsqualifikationen und so weiter zur Teilung von 25a führen können. Denn wenn man Menschen bis 27 Jahre in die Regelung einbezieht, muss man auch die Voraussetzungen schaffen, dass sie sich tatsächlich für dieses Bleiberecht qualifizieren können. Für Menschen mit Erkrankung und Behinderung oder Behinderung sollte es zudem unter Würdigung der Umstände des Einzelfalls möglich sein, von den Voraussetzungen gänzlich abzusehen. Dies entspricht auch den Vorgaben der UN-Behindertenrechtskonvention und des Artikel 3 Grundgesetz. Es bietet sich beispielsweise eine Angleichung an die diesbezüglichen Voraussetzungen der Aufenthaltsgewährung bei nachhaltiger Integration an. Zu den Vorduldungszeiten, die jetzt schon öfter angesprochen wurden, will ich noch eins sagen. Wir halten eine Ausweitung der Vorduldungszeiten für grundsätzlich falsch. Denn die Betroffenen halten sich schon seit Jahren in Deutschland auf. Sie müssen erhebliche Integrationsleistungen erbringen, um überhaupt den weiterführenden Aufenthalt zu bekommen. Menschen werden künstlich in einem unsicheren und mit Angst behafteten Schwebezustand belassen, zumal sie durch die derzeit noch, hoffentlich noch, bestehenden Arbeitsverbote teils auch in erzwungene Arbeitslosigkeit geschickt werden. Und das gilt auch, wenn sie bereits während des Asylverfahrens oder während des Visums, während der Erteilung des Visums, das sie vielleicht vorher hatten, in einem Arbeitsverhältnis sich befunden haben. Das ist für die Betroffenen furchtbar. Die psychischen Folgen dieses Schwebezustands sollten wirklich nicht unterschätzt werden. Aber für die Arbeitgebenden bedeutet das gleichzeitig keine Planungssicherheit und auch Rechtsunsicherheit bei der Einstellung von Geflüchteten.
denn sie wissen nicht, wann sie jemanden mit Arbeitserlaubnis und wann sie jemanden mit Arbeitsverbot einstellen und ob die Person, die sie während des Asylverfahrens eingestellt haben, auch dann noch ein Jahr später da ist, wenn sie dann mal durch Integration ihren Aufenthalt sichern können oder zumindest im Chancenaufenthalt, in dem übergehenden Aufenthalt zu einem Aufenthaltsrecht aufgrund von Integration. Wir empfehlen daher keine Erhöhung der Vorduldungszeiten. Das würde den Erfolg des Chancenaufenthaltsrechts wirklich stark einschränken. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Herr Gatus-Nickel, bitte. Ja, vielen Dank, Frau Bünger, für die Frage oder die beiden Fragen. Es ging einmal um die Frage Verlängerungsmöglichkeit und dann zu erfolgreichen Schulbesuch beim Paragraphen 25a. Ich würde mit der ersten Frage beginnen. Das tangiert auch die Fragestellung, die von vielen anderen hier auch angesprochen wurde, nämlich die Frage, wie läuft denn hier diese ganze Identitätsklärungsproblematik ab? Und ich unterstütze auch die Anmerkung von Frau Pulat, beziehungsweise was auch ich aus der Praxis höre, was wirklich die große Problematik der Frage der Wirksamkeit des Chancenaufenthaltsrechts betrifft, ist langwierige und komplizierte Verfahren zur Beschaffung von Pässen und anderen Identitätsdokumenten. Es ist immer so die Frage, wenn man aus Praxissicht spricht, also Praxis ist natürlich kompliziert und divers, da gibt es ja sowas und es gibt sowas. Die Frage ist, was ist repräsentativ aus der Praxis? Medial kursieren natürlich Fälle von Menschen, die aktiv gegen die Identitätsklärung arbeiten, um ihre Abschiebung zu verhindern. Solche Fälle sind auch in der Praxis bekannt, keine Frage. Aber wir haben durch unsere Bundesnetzwerke Menschen, Beratungsstellen, die mit dieser Problematik arbeiten, jetzt jahrelang systematisch monitoriert, was da eigentlich abgeht. Und das ist nicht das, was da medial kursiert, sondern es gibt eine Reihe von Problematiken, die Identitätsdokumentbeschaffung verhindern. Man kann die so ein bisschen gruppieren, die nicht selbst verschuldet sind. Es geht einerseits um die ganzen vielen Menschen, die entweder von Staatenlosigkeit oder unklare Staatsangehörigkeit betroffen sind. Also da kann man zum Beispiel Kurden aus den unterschiedlichen Ländern im Nahosten erwähnen, man kann Palästinenser nennen, man kann Jesiden nennen, man kann Rohingyas nennen aus Myanmar und man kann Nachkommen von Grenzmigranten in die Region, wo Staatsgrenzen in jüngerer Zeit fließend gewesen sind, erwähnen. Hier haben wir zum Beispiel Länderdreieck Äthiopien, Eritrea, Sudan, sehr viele unregistrierte Menschen. Wir haben Somalia, auch ein relativ neues Staatsgebilde, viele Probleme bei der Dokumentbeschaffung. Kaschmir haben wir auch Fälle gehabt, wo auch unklare Staatsangehörigkeit vorkommt, wo man nicht einfach so an Dokumente kommt. Eine andere Gruppe sind die Länder, die aus technischen oder administrativen Gründen Pässe in Deutschland überhaupt nicht ausstellen. Libyen, ein perfektes Beispiel. Gambia kommt mit dazu. Sudan war ein großes Problem. Wir hatten auch von Guinea gehört. Es ist auch im Fluss. Man kann es nicht sagen, was in einem Jahr nicht funktioniert hat. Vielleicht hat es sich im nächsten verbessert. Aber trotzdem, da gibt es auch etliche Länder, wo wirklich einfach, die haben nicht die Geräte, um biometrische Pässe auszustellen. Das fordert eine Ausreise aus Deutschland, um überhaupt einen Pass beantragen zu können, was mit der Duldung natürlich sehr schwierig ist. Dann haben wir die Länder, die eine Passausstellung aus Ausreisepflichtiger absichtlich, mutmaßlich aus politischen Gründen verweigern. Ja, also da gibt es auch politische Spiele, zum Beispiel Libanon sehen wir das ganz oft oder aber auch bei Indien. Da wird immer gefordert, man muss eine Aufenthaltsperspektive in Deutschland nachweisen können, um überhaupt Pässe ausgestellt zu bekommen. Dann gibt es wieder die Länder mit autoritären Regimen, die zum Beispiel Reueerklärungen oder exorbitante Gebühren verlangen, wo auch vielleicht sich bei der Botschaft bekannt zu machen, auch wirklich so Probleme für die Menschen im Herkunftsland führen kann. Syrien und Eritrea sind bekannte Beispiele, auch Iran jetzt zuletzt. Das sind alles Kategorien und Gruppen, wo es wirklich nicht um eine Selbstverschuldung mehr zu sprechen ist. Und zusammen bündelt das ist eigentlich die Haupterklärung, warum die Identitätsklärung in der Praxis so schwierig ist. Der Ansatz in dem vorliegenden Gesetzesentwurf, eine konkrete Beratungspflicht für die Ausländerbehörden in diesem Verfahren einzuführen, ist günstig gut. Aber es ist noch in den Rechtsfolgen und auch in der Umsetzung unklar, beziehungsweise müsste klarer definiert werden. Ausgehend vom vorliegenden Entwurf wird jetzt aktuell in Sachsen zum Beispiel standardisierte Merkblätter geplant, womit diese Beratungspflicht erfüllt werden soll.
Standardisierte Merkblätter wird nicht ein Standard von konkret herkunftslandspezifisch einzelfallbezogene Beratung nicht erfüllen. Was braucht es? Es wurde schon angerissen von mehreren der Sachverständigen heute. Es braucht zuerst eine Verlängerung des Erteilungsdauer des Chancenaufenthaltsrechts, damit eine Möglichkeit gibt, in diesen ganzen komplizierten Verfahren auch die Identitätsklärung vorzunehmen. Das gilt übrigens auch für die Lebensunterhaltssicherung. Also da gibt es auch unterschiedliche Gruppen, die innerhalb von einem Jahr schwierig haben werden, die Lebensunterhaltssicherung zu erfüllen. Menschen, die auf dem Arbeitsmarkt schlecht gestellt sind. Ja, Familien, Alleinerziehende, Menschen mit Behinderung sind alle vulnerabel. Es gibt auch Arbeitsmarktschwenkungen, die auch mitbedacht werden müssen. Achten Sie bitte auf. Genau. Statt ein Lex Specialis für diese Beratungspflicht braucht es auch eine grundlegende Klärung dieser ganzen Verfahren für alle Aufenthaltstitel, wo die konkrete Beratungspflicht geregelt wird und die Rechtsfolgen einer verfehlten Beratungspflicht der Ausländerbehörden klargestellt werden. Die individuelle Handlungspflicht der Mitzuwirkenden ist auf das objektiv Mögliche, aber auch auf das subjektiv Zumutbare zu begrenzen. Die Subjektivität, die Sichtweise des Betroffenen müsste auch ins Betracht nehmen werden, wenn die Mitwirkungspflicht oder die Erfüllung der Mitwirkungspflicht beurteilt werden soll. Das ist auch im Sinne mit mehreren Rechtsprechungen, dass die Subjektivität auch beachtet werden muss. Herr Gartus, nun, jetzt müssen wir mal weitermachen. Gut, soll ich jetzt zur zweiten Frage gehen? Oder? Also, ich kann es auch lassen. Also, wir haben, will jetzt nicht die ganze Zeit. Wir müssen aufnehmen. Jetzt mal weitermachen. Wir hatten gut. Jetzt die ersten Kolleginnen und Kollegen, die gefragt waren, mit jeweils einer Frage. Also, und es waren jetzt zwei Fragen, aber Sie haben dafür schon mehr Zeit gebraucht als für die eine Frage. Es ist einfach eine. Ich bitte Sie alle, ein bisschen darauf zu achten. Klar. Wir haben vielen da keine Dank. Strenge Vorgabe, aber es sollen ja alle zu im Recht kommen. Also, wir schieben das gegebenenfalls, wenn wir dazu noch kommen. Herr Kolb ist der Nächste. Ja, vielen Dank. Vielen Dank für die Fragen. Einmal zum 104c und einmal zum 25a und zum 25b. Im 104c haben wir ja drei, wenn ich es recht sehe, drei Fristen drin oder drei zeitliche Abläufe drin, die man berücksichtigen muss. Zum einen die gewährte Jahresfrist, zum zweiten die Stichtagsregelung mit Blick auf den Aufenthalt, den fünfjährigen Voraufenthalt und zum dritten dann auch noch die vorgesehene Tatsache, dass die Regelung dann ja mit einer Auslaufklausel versehen ist. Aus meiner Sicht sollte in dem 104c keine Verlängerung vorgesehen werden. Es sollte dabei bleiben, dass es eine Regelung ist, die darauf abzielt, diejenigen, die 2015 und 2016 nach Deutschland gekommen sind, aufenthaltsrechtliche Möglichkeiten zu geben, ihren Aufenthalt zu verstetigen, zu legalisieren. Es gibt bereits, und da wurde darauf hingewiesen, es gibt bereits jetzt im Recht verschiedene Möglichkeiten der Aufenthaltslegalisierung. Der 25a und der 25b sind auch Gegenstand hier der Beratungen. Es gibt noch den 25.5, der hat so ein bisschen ein Nischendasein, wenn man sich in die Statistiken, wenn man in die Statistiken reinschaut, dann sieht man, dass aber gerade der 25.5 ja doch eine große Bedeutung hat. Insofern besteht aus meiner Sicht keine Notwendigkeit, über den 104c eine neue, auf Dauer angelegte Möglichkeit zu schaffen, sondern es gibt bereits Möglichkeiten. Der 104c kommt on top, soll hinsichtlich seiner Anlage einer migrationspolitischen Sondersituation oder einer Sondersituation der Migrationsereignisse nach Deutschland Rechnung tragen. Das ist die Konzeption, wie wir sie hier im Gesetz sehen. 5 Jahre Aufenthalt bis zum 1. Januar 2022. Damit wird ja sehr, sehr klar und sehr, sehr deutlich, welche Gruppe damit in den Blick genommen wird. Und wir wissen alle, was 2015, 2016 im Bereich der Migration nach Deutschland passiert ist. Und vor diesem Hintergrund ist, glaube ich, der 104c richtig, aber er ist gerade deshalb auch richtig, weil er deutlich macht, dass es eine Sonderreaktion auf eine Sondermigration darstellt. Und vor diesem Hintergrund wäre aus meiner Sicht ist es aus meiner Sicht eher skeptisch zu bewerten, die Stichtagsregelung, wie sie im Gesetz vorliegt, hier zu streichen. Über die gewährte Jahresfrist kann man sicherlich streiten. Es ist dann mehr auch eine politische Frage. Da möchte ich mich jetzt gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Ich hätte persönlich gegen diese Einjahresfrist erstmal nichts zu sagen. Wichtiger aus meiner Sicht ist aber in der Tat, dass die Stichtagsregelung beibehalten werden soll. Wie gesagt, im Anbetracht dessen, dass es bereits Möglichkeiten gibt und dass der 104c hinsichtlich seines
seines Normzwecks auf eine Situation reagieren soll, die in der Vergangenheit stattgefunden hat und die nicht, also keine generelle Möglichkeit schaffen soll. Zum 25a und zum 25b, naja, diese Normen, die spielen sich in einem Spannungsfeld ab, in einem Spannungsfeld, das sich auch nicht unbedingt austarieren lässt. Wir haben auf der einen Seite die Migrationssteuerung, wir haben auf der anderen Seite die Integrationsförderung. Beide Zwecke sind an sich vollkommen legitim und beide Zwecke stehen in einem gewissen Grundwiderspruch. Und der 25a und der 25b versucht, wie andere Normen auch, diesen Grundwiderspruch auszutarieren. Man mag nun sicherlich der Auffassung sein, Aspekte der Migrationsförderung sollten gar keine Rolle spielen oder Aspekte der Integrationsförderung sollten gar keine Rolle spielen. Das ist dann auch eine Frage der politischen Positionierung. Wenn man aber anerkennt, dass beide Fragestellungen gleichmäßig oder gleichberechtigt nebeneinander stehen und gleichberechtigterweise auch als legitim angesehen sind, dann sind diese 25a und 25b eben als Normen zu verstehen, dieses Spannungsverhältnis auszutarieren. In dem Gesetzentwurf wird nun sicherlich das Gewicht etwas verschoben von der Migrationssteuerung zur Integrationsförderung. Das ist ja ganz klar. Allerdings ist es natürlich auch nicht so, dass die Personen, die in den Anwendungsbereich der Normen fallen, durch bloßes Abwarten, durch bloßes Nichtstun quasi ihren Aufenthalt legalisieren können. Wir haben ja, das brauche ich ja nicht vorlesen, wir haben ja in den Normen weitere Tatbestandsvoraussetzungen, weitere Dinge drinstehen, die erfüllt werden müssen, um in den Genuss der Rechtsfolgen dieser Normen zu kommen. Insofern ist zu 25a und 25b zu sagen, dass die sicherlich etwas stärker, als es bislang der Fall ist, die Integrationsförderung akzentuieren. Das ist dann eine politische Entscheidung. Dass es aber nicht so ist, dass durch diese stärkere Akzentuierung der Integrationsförderung migrationssteuerungsspezifische Aspekte vollkommen in den Hintergrund treten. Was sicherlich ein Problem ist, was dann aber, glaube ich, Gegenstand eines anderen Verfahrens ist, ist die Tatsache, und da wurde ja auch darauf hingewiesen, dass wir durch die langen Zeiten, bis ein rechtskräftiger Bescheid besteht, in eine Situation kommen können, dass bereits relativ kurze Zeit nach einem rechtskräftigen Abschluss eines Asylverfahrens die Zeiträume, wie sie jetzt definiert werden, erfüllt sein können. Umso wichtiger ist es, und damit beschäftigen Sie sich, oder die MdBs zumindest, ja, glaube ich, heute Nachmittag auch in einer weiteren Anhörung, umso wichtiger ist es, die Asylverfahren zu beschleunigen, um eben eine solche Situation nicht eintreten zu lassen. Insofern 104c, bitte aus meiner Sicht, lassen Sie den Charakter des 104c als eine pragmatische Antwort auf die Zuwanderung 2015, 2016 bestehen und machen Sie das nicht zu einer Dauerlösung. Und 25a und 25b muss man konstatieren, dass da die Integrationsförderung etwas stärker in den Vordergrund rückt, dass aber migrationssteuerungsspezifische Aspekte mitnichten vollkommen hinterm Horizont verschwinden. Vielen Dank. Danke sehr. Herr Rittgen, bitte. Ja, vielen Dank für die Fragen und die Möglichkeit, die damit verbundene Möglichkeit, die Position aus unserer Stellungnahme noch mal etwas deutlicher zu machen. Für uns ist es ganz wichtig, und das möchte ich hier noch mal deutlich unterstreichen, zu unterscheiden zwischen einer geregelten Einwanderung, insbesondere nach dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz, und der Asylzuwanderung. Und wir haben den starken Eindruck, dass es mit diesem Gesetz, aber auch schon mit anderen Gesetzen vorher, zu einer deutlichen Verwischung beider Zuwanderungswege kommt. Das ist eine Tendenz, vor der wir warnen, weil das am Ende bedeuten würde, dass wir die Migrationssteuerung, die funktioniert eben nur in dem Wege, dass man bestimmte Einwanderungsvoraussetzungen vorab definiert, dass man die unterlaufen kann, dadurch, dass man dem Asylrecht seinen spezifischen Charakter nimmt und indem man Personen, die unter dem Vorwand oder vielleicht auch unter der inneren Überzeugung, das will ich gar nicht in Abrede stellen, nach Deutschland kommen, hier Asyl beantragen und dann abgelehnt werden und eben ihrer Rechtspflicht zur Ausreise nicht nachkommen, sondern sich davon abgesehen weiterhin rechtstreu verhalten und auch bestimmte Integrationsleistungen erbringen und allein dadurch die Möglichkeit haben sollen, über eine Aufenthaltserlaubnis, eine Niederlassungserlaubnis bis hin dann zur Integration in den deutschen Staatsverband zu kommen. Das halten wir für eine Fehlentwicklung. Die zeigt sich in diesen Bleiberechtsregelungen. Die hat zwar eine Stichtagsfunktion,
Aber dadurch, dass es jetzt schon die zum wiederholten Male eine Bleiberechtsregelung ist, haben wir den Eindruck, dass diese Entwicklung bestätigt wird. Sie zeigt sich aber auch an anderen Aspekten des Gesetzes, insbesondere bei der Entscheidung, die Integrationskurse auch für Personen zugänglich zu machen, die aus einem sicheren Herkunftsland stammen, die nicht aus einem sicheren Herkunftsland stammen. Das wäre da der eine Aspekt. Der zweite Aspekt war die Frage nach den Zeiten. Da ist eigentlich schon alles gesagt worden. Dadurch, dass die insbesondere die Asylverfahren und insbesondere die Gerichtsverfahren so lange sind, ist es in der Tat so, dass man schon zu einem sehr, sehr frühen Zeitpunkt in Genuss dieser Regelung kommen kann. Und dass dadurch das eigentliche Problem, um das es gehen soll, nämlich die Verhinderung von Kettenduldungen, sich gar nicht einstellt. Die Duldungszeit ist vergleichsweise knapp, kurz. Ich glaube, damit könnte ich beschließen. Dankeschön. Besten Dank. Herr Thüm, bitte. Ja, vielen Dank, Frau Dr. Liedgen. Sie haben zwei Fragen gestellt. Die erste, wer profitiert vom Chancenaufenthaltsrecht? Ich kann das unterstreichen, was Herr Liedgen gerade gesagt hat. Zuerst einmal vollziehbar ausreisepflichtige Ausländer. Und das sind vor allem auch Personen, deren Asylantrag abgelehnt wurde. Wir haben auch in der Anhörung heute gemerkt, dass in weiten Teilen der Gesellschaft offenbar nicht mehr so ernst genommen wird, weil in der Problempräsentation eigentlich darauf gar nicht mehr eingegangen wird, dass es um Menschen geht, wo die Behörden und Gerichte festgestellt haben, dass kein Schutzbedarf besteht und dass die Leute notfalls auch abgeschoben werden könnten. Wer profitiert hiervon nun ganz konkret? Diejenigen, die 2015/16 eingereist sind und die nicht von den bestehenden Bleiberechtsoptionen profitieren. Und es ist eine durchaus wichtige Einschränkung, denn ich habe in meiner Stellungnahme ausgeführt, dass allein im vergangenen Jahr 2021 mehr als 20.000 Personen einen unrechtmäßigen Aufenthalt legalisieren konnten auf den verschiedenen Rechtsgrundlagen. Und von 104c vom Aufenthaltsrecht wird nun profitieren, wer von diesen Bleiberechtsoptionen nicht umfasst ist. Wer ist das jetzt ganz konkret? Es ist im Impuls von Herrn Wittmann und auch von Herrn Dietz, aber auch in den mündlichen Stellungnahmen jetzt in der Antwortrunde von Frau Becker, Frau Purgua und Herrn Guthus-Niegel, glaube ich, deutlich geworden, Feststellung ein ganz wichtiges Stellwerk ist, auf das es hierbei ankommt. Es bestätigen auch die Statistiken, auch wenn die Statistiken im Bereich der Duldung notorisch unzuverlässig und auch unvollständig sind. Wenn man jetzt aber ganz konkret anschaut, warum die Personen jetzt vom Chancenaufenthaltsrecht profitieren, davor nicht von anderen Bleiberechtsoptionen erfasst wurden, dann muss man differenzieren. In den bisherigen Antworten ist sehr stark darauf abgestellt worden, dass es Konstellationen gibt, in denen einige Herkunftsländer, nicht alle, aber einige Herkunftsländer keine Pässe ausstellen. Das ist in der Regel der Umstand, dass der Heimatstaat keinen Pass aktiv ausstellt, ist in der Regel kein Grund, warum man nicht von den bleibenden Altfallregelungen profitiert. Diese betreffen nämlich vor allem Personen, die Mitwirkungspflichten verletzten oder aktiv über die Identität täuschten. Und es ist sowohl bei 25.5 der Fall, als auch bei der Ausbildungs- und Beschäftigungsduldung. Deswegen ist eine wichtige Personengruppe, die vom Chancenaufenthaltsrecht profitieren wird, diejenigen, die Mitwirkungspflichten verletzten und deswegen bisher eben keine Legalisierung erhielten. Die sind nämlich vom Chancenaufenthaltsrecht nicht ausgeschlossen. Und Sie haben das in Ihrer Frage angedeutet oder ausgeführt, profitieren werden auch aktive Identitätstäuscher, die nicht nur Mitwirkungspflichten unterlassen haben, sondern aktiv selber getäuscht haben. Denn das Chancenaufenthaltsrecht lässt eine bloße Mitursächlichkeit nicht ausreichen, wenn es andere Gründe gibt, warum eine Abschiebung profitieren auch aktive Täuscher. Jetzt ist das 104c, das Chancenaufenthaltsrecht, nur der erste Schritt. Und während dieses ersten Schrittes sollen diejenigen Personen, die das erhalten, dann die Identität positiv klären. Und nur wenn das der Fall ist, können sie über 25a oder b dann eine Dauerhaftung erlangen. Und es ist dann durchaus paradoxal in einem doppelten Sinne, weil bisher hat die Voraussetzung der Identitätsklärung nämlich immer dazu gedient, dass die Behörden eine Chance haben, die Ausreisepflicht zu vollziehen. Darum geht es jetzt aber nicht mehr. Wenn man die Identität klärt, gibt es
ist nicht eine Vollzugsoption für die Behörden, sondern die Menschen bekommen eine Aufenthaltserlaubnis ganz legal. Und es ist auch aus einem zweiten Grund durchaus ein bisschen paradoxal. Die Menschen leben seit 6 Jahren in Deutschland. Es ist in den 6 Jahren nicht gelungen, die Identität zu klären. Jetzt soll es aber nach 6 Jahren plötzlich gelingen. Nur deswegen, weil eine Legalisierungsoption als Antwort gegeben wird. Das zeigt vielleicht dann doch, wo das Problem versteckt ist, dass nämlich die Mitwirkungspflichten dann doch nicht ganz so ernst genommen werden, weil sonst würde es ja nach 6 Jahren nicht plötzlich möglich werden, was davor 6 Jahre lang nicht möglich war. Auf der Grundlage zur zweiten Frage, 25a und b. Da geht es nicht um die Altfälle, also diejenigen, die 2015, 16 einreisten und wo es ja gute politische Gründe geben mag, dass man pragmatisch vorgeht, sondern hier geht es auch um diejenigen, die später einreisten und um diejenigen, die in der Zukunft einreisen werden. Und hier ist das entscheidend, jetzt schon mehrfach angeklungen heute, dass Paragraphen 25a und b mit den Wartefristen eben gerade keine Vorduldungszeit verlangen, sondern es sind auch Zeiten der Gestattung während des Asylverfahrens umfasst. Und das ist dann doch ein durchaus sehr wichtiger Unterschied zu den bisherigen Rechtsregelungen, weil § 25.5 Aufenthaltsgesetz zum Beispiel die wichtigste, die faktisch und statistisch wichtigste Bleiberechtsregelung, die verlangt eine 18-monatige Vorduldungszeit. Und die Beschäftigungsduldung verlangt eine 12-monatige Vorduldungszeit. Und auch bei den Paragraphen 25a und 25b war es bisher faktisch so, dass es um Kettenduldungen ging, weil einfach die Voraufenthaltszeiten so lang war, dass da üblicherweise das Asylverfahren schon länger abgeschlossen war. Sie finden auf Seite 13, 14 meiner Stellungnahme eine grafische Darstellung, warum das bei Paragraphen 25 Aufenthaltsgesetz in der Zukunft typischerweise nicht mehr der Fall sein wird. Wir müssen nämlich addieren die Zeit zwischen Asylgesuch und Asylantrag, wenige Tage bis Wochen, früher auch mal Monate. Wir haben dann das Asylverfahren als zweites im eigentlichen Sinn. Das dauert im Durchschnitt derzeit 6 Monate, sehr variiert Herkunftsländern, sichere Herkunftsländer sehr schnell. Andere Länder wie Nigeria, wo sehr viele ausreisepflichtige Asylbewerber herkommen, sehr lange. Und dann vor allem als drittes noch die Asylgerichtsverfahren, die im Durchschnitt 26,5 Monate dauern. Und die Klagequote ist sehr hoch, bei beinahe 90%. Das heißt, diese 26,5 Monate kommen immer auch dazu. Und anders als in der Schweiz, wo ja das Modell der unabhängigen Asylverfahrensberatung herkommt, was Sie in der folgenden Anhörung diskutieren werden, dürfte diese Beratung in Deutschland auch noch nicht dazu führen, dass die Klagequote zurückgeht. Ganz einfach, weil man damit den Behörden ja eine Möglichkeit gibt, abzuschieben, was in Deutschland ja dann nicht der Fall ist. Und wenn man all diese Zahlen addiert, kommt man auf 3 bis 4 Jahre. Und wenn dazwischen noch versucht wurde, erfolglos eine Dublin-Überstellung etwa nach Italien vorzunehmen, kommt nochmal mindestens 1 Jahr hinzu. Und all das führt mich eben zu dem Ergebnis, dass künftig aufgrund von 25a und b als Gesetz auch von Personen, die erst in der Zukunft einreisen werden, eben die Legalisierung auch schon dann möglich sein wird, wenn die vollziehbare Ausreisepflicht erst kurz vorher entstand. Wenn man das jetzt ändern wollte, müsste man es entweder beim Status quo belassen und vielleicht als Ausgleich dafür die Altfallregelung noch großzügiger bauen, oder man müsste, wie Herr Thome das auch angedeutet hat in seiner Frage an Herrn Kolb, eben eine Vorduldungszeit einführen. Man müsste sagen, dass diese Voraufenthaltszeit von 3, 4, 6 Jahren mindestens so und so viele Monate mit einer Duldung umfasst. Rein sprachlich würde ich von einer Kettenduldung sprechen, wenn es 2 oder 3 Duldungen sind. Das heißt, es müssten dann 12 bis 18 Monate Vorduldungszeit sein. Sie haben dann in so einer Unterfrage noch zum Familiennachzug gefragt. Ich verweise auf Seite 11 meiner Stellungnahme, da ist das beschrieben. Vielen Dank. Ja, danke schön. Und abschließend Frau Weiser. Ja, herzlichen Dank für die Frage. Der Chancenaufenthalt ist im Moment ja für ein Jahr, soll für ein Jahr gültig sein und ist nicht verlängerbar. Aus unserer Sicht ist das nicht ausreichend, dass es wahrscheinlich vielen Menschen mit einer Duldung nicht gelingen wird, innerhalb dieses Jahres die Erteilungsvoraussetzungen für 25a oder b zu erfüllen. Ich will das an 3 Punkten festmachen. Das eine ist schon vielfach angeklungen, die Klärung der Identität. Nach unserer Erfahrung in der Praxis haben sehr viele Menschen mit einer Duldung ein großes Interesse daran, ihre Identität zu klären, aber es ist tatsächlich
in der Praxis einfach relativ schwierig, wenn ich ohne Papiere geflohen bin oder wenn ich als junger Mensch mit meinen Eltern hierher gekommen bin und wenig keinen Kontakt zum Herkunftsland habe. Die Ausstellung von Pass- oder Passersatzpapieren richtet sich ja nach den rechtlichen und tatsächlichen Rahmenbedingungen der jeweiligen Herkunftsstaaten. Vielfach ist es nicht möglich, bei der Auslandsvertretung in Deutschland Papiere zu bekommen, wenn ich keine Geburtsurkunde oder vergleichbare Nachweise habe. Aber auch die Papierpassbeschaffung aus dem Herkunftsland ist schwierig, wenn ich dort keine Familie mehr habe oder die dortigen Verwaltungsstrukturen kriegs- oder regimewechselbedingt nicht funktionieren. Also das kann längere Zeit in Anspruch nehmen und deshalb wäre eine längere Geltungsdauer sinnvoll, um dies zu ermöglichen. Der zweite Punkt ist die überwiegende Lebensunterhaltssicherung, die ja beim 25b vorausgesetzt wird. Wenn ich lange Jahre nicht arbeiten durfte, weil es ein absolutes Arbeitsverbot gab, oder ich wegen meines ungesicherten Aufenthaltsstatuses keine Arbeitsstelle finden konnte, das hatte Frau Cobois auch angesprochen, dass es für Unternehmen natürlich schwierig ist, wenn ich sehr kurze Duldungsdauern und sehr kurze Beschäftigungserlaubnisdauern habe, sich darauf einzulassen und jemanden anzustellen. Das kann einfach in der Praxis dazu führen, dass ich eben jahrelang nicht die Möglichkeit hatte, erwerbstätig zu sein. Und dann ist es natürlich umso schwieriger, je länger das gedauert hat, eine Arbeitsstelle zu finden und die dann auch zu behalten. Der dritte Punkt ist der Nachweis von Deutschkenntnissen. Ein Teil der Zielgruppe hatte überhaupt keinen Zugang zu Deutschkursen. Beim anderen Teil war die Zulassung im Rahmen freier Plätze möglich. Da muss es allerdings auch freie Plätze gegeben haben. Und gerade für Frauen oder Eltern, die Kinder betreut haben, scheiterte es oft an der fehlenden Kinderbetreuung, die Möglichkeit, Deutsch zu lernen. Das heißt, um jetzt innerhalb eines Jahres den Lebensunterhalt selbstständig zu sichern und parallel einen Sprachkurs zu machen, das wird für viele tatsächlich nicht möglich sein. Deshalb sind wir der Auffassung, dass das geändert werden muss. Und aus unserer Sicht wäre dann eine längere Geltungsdauer sinnvoll, weil wenn man eine Verlängerung ermöglicht für Fälle, in denen ich sozusagen unverschuldet die Erteilungsvoraussetzungen nicht erfüllen kann, würde das einen immensen Auslegungsspielraum eröffnen. Also in welchen Fällen habe ich unverschuldet meinen Lebensunterhalt nicht sichern können oder keine Deutschkenntnisse erwerben können? Also ab wie vielen Bewerbungen spricht man dann von verschuldet oder unverschuldet? Das würde eine Vielzahl von langen und komplexen Verwaltungs- und auch verwaltungsgerichtlichen Verfahren nach sich ziehen, um die Frage zu klären, habe ich das jetzt zu vertreten gehabt oder nicht, was jetzt weder im Interesse der Betroffenen noch im öffentlichen Interesse liegt. Deshalb ist es aus unserer Sicht sinnvoll, eine längere Geltungsdauer des Chancenaufenthaltes einzuräumen. Danke. So, vielen Dank. Jetzt müssen wir auf die Uhr schauen miteinander. Mein Vorschlag ist, dass jetzt, sofern gewünscht, pro Fraktion eine Frage noch gestellt werden kann, idealerweise im Rahmen von einer Minute, und die Sachverständigen dann 2 Minuten Zeit haben, diese eine Frage zu beantworten. Das schaffen wir noch in der uns zur Verfügung stehenden Zeit. Kurz in die Runde. Widerspruch regt sich nicht. Dann verfahren wir. Eine Frage, die 1 Minute dauert, an eine Person. Gut, Herr Lind. Kommt jetzt der Dritte dran, Herr Dr. Wittmann. Wir haben ja das Problem jetzt mehrfach beschrieben. Sie auch juristisch, Situation Kettenduldung. Wir wollen mit einer stichtagsbezogenen Chancenaufenthaltsregelung und mit einer stichtagsunabhängigen Modifikation des Bleiberechts hier genau diese Fragestellung angehen. Könnten Sie mal aus Ihrer auch fachlichen Perspektive eine Einschätzung geben, ob Sie davon ausgehen, dass eine große Zahl von Menschen tatsächlich über die Brücke des Chancenaufenthalts dann letztlich im Bleiberecht ankommen will, die Personengruppe, die ja auch beschrieben ist im Gesetzentwurf, inwieweit ist das aus Ihrer Sicht konkurrent und wirkt zusammen oder besteht da auch noch Nachbesserungsbedarf oder Rechtsunsicherheit in bestimmten Regularien, die wir noch adressieren sollten? Vielen Dank. So. Herr Seif, bitte. Ja, vielen Dank. Ein Blick ins Gesetz kann manchmal die Rechtsfindung erleichtern, aber auch die politische Debatte. Paragraph 1 des Aufenthaltsgesetzes: Das Gesetz dient der Steuerung und Begrenzung des Zuzugs von Ausländern in die Bundesrepublik Deutschland. Es ermöglicht und gestaltet Zuwanderung unter Berücksichtigung der Aufnahme- und Integrationsfähigkeit sowie der wirtschaftlichen und arbeitsmarktpolitischen Interessen der Bundesrepublik Deutschland. Es dient zugleich der Erfüllung der humanitären Verpflichtungen. Es regelt Einreiseaufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern.
Die Begründung des Gesetzes führt nun aus, dass für Asylbewerber der Integrationskurs und der Berufssprachkurs grundsätzlich zugänglich sein soll. Wörtlich heißt es, hiermit wird der Koalitionsvertrag in einem ersten Schritt umgesetzt für eine möglichst rasche Integration allen Menschen, die nach Deutschland kommen, von Anfang an Integrationskurse und damit Integration anzubieten. Meine Frage an den Herrn Dietz. Meinen Sie nicht, dass es ehrlicher wäre, wenn man Paragraph 1 ergänzen würde um den Satz, unser Ziel ist es, möglichst alle Menschen zu integrieren, die nach Deutschland kommen? Dann schaue ich zur Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Kollegin Polat. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht an Kerstin Becker. Und zwar gerne noch mal aus Ihrer Beratungspraxis zu 25a, meinetwegen auch zu 25b, wie die Beratungspraxis von aufenthaltsgestatteten Personen ist, weil hier ja jetzt das Thema angeklungen ist, dass bei diesen Personen eine Vorduldung vielleicht als notwendig erachtet wird. Wir aber andererseits auch gehört haben, dass viele Menschen, die lange in Asylverfahren sind, auch nicht selbstverschuldet bereits arbeiten und dann ja an eine Duldung zurückfallen würden. So hatte ich auch Frau Courbois verstanden, zumindest bei Personen, die auch aus einem Visum kommen, also zu Arbeitszwecken oder eben auch aus der Familie heraus. Wenn man verheiratet war und dann nicht mehr verheiratet ist und die Ehebestand nicht erfolgt ist, dann in eine Duldung fällt. Wir haben ja verschiedenste Konstellationen und die Integrationsleistungen vorliegen, aber dann eben durch eine Vorduldung dann erstmal in Unsicherheit gewogen wird. Ich schaue zur FDP. Kollegin Jurisch. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich habe eine Frage an Herrn Dr. Kolb. Und zwar möchte ich kurz eine Schnittstelle zur Einwanderung in den Arbeitsmarkt ausleuchten. Wir haben ja das Phänomen, dass auf dem Fluchtweg durchaus Menschen zu uns einreisen, die eigentlich bei uns arbeiten wollen. Und das Thema des Zugangs zu Integrationskursen von Menschen aus sicheren Herkunftsländern wurde ja jetzt öfters benannt und auch in Frage gestellt und auch kritisch kommentiert. Ist das der richtige Hebel, den Zugang zu diesen Integrationskursen von Menschen aus sicheren Herkunftsländern zu beschränken? Da ist ja durchaus ein Widerspruch zu § 61 Absatz 2 Asylgesetz. Aber welche Wirkung würde man sich denn davon versprechen, wenn man den Zugang zu den Integrationskursen beschränken würde? Und gäbe es eventuell effektivere Wege der Migrationslenkung in diesem Feld? Vielen Dank. Gut, kunstvoll ein paar Fragen aneinandergereiht. Bitte die Kolleginnen und Kollegen bei der einen Frage zu bleiben. Frau Bünger, würden Sie jetzt Herrn Gartus-Niegel oder Sie könnten ihm jetzt einfach ermöglichen, seine Frage von vorhin zu beantworten, oder haben Sie eine neue? Ich gebe das Fragerecht an meine Kollegin ab. Die andere Frage hatte sich auch schon ein bisschen erledigt. Ja, vielen Dank. Ich habe eine Frage an Frau Kerstin Becker. In Ihrer Stellungnahme unterstützen Sie ja den Gesetzesentwurf der Linken zur Abschaffung der Sprachanforderung beim Ehegattennachzug in Bezug auf alle Menschen. Das heißt nicht nur für sogenannte Fachkräfte, wie es ja aktuell die Koalition plant. Können Sie denn noch einmal darlegen, warum das dringend erforderlich ist und warum insbesondere nicht privilegierte Menschen unter der jetzigen Regelung leiden? Ja, vielen Dank für die wichtigen Nachfragen nochmal. Ich beginne mit der Frage von Frau Polat zum Thema Voraufenthalt und Rückfall in die Duldung. Aus unserer Beratungspraxis wissen wir, dass es eben diese lange Dauer des unsicheren Aufenthaltes. Und dabei unterscheide ich jetzt mal bewusst nicht zwischen der Duldungszeit, sondern ich fasse damit gerade bei unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen oder überhaupt Kindern, Familien, die davon betroffen sind, auch die Phase des Asylverfahrens und des Asylgerichtsverfahrens. Es ist eine enorm lange Zeit, in der auch junge Menschen und Kinder nicht wissen, ob sie eine Perspektive haben in diesem Land. Das ist, wie es bei manchen hier angeklungen ist, das ist Absicht, das soll so sein. Aber wir dürfen nicht vergessen, welche psychischen und teils auch körperlichen Folgen das hat für die Menschen, die davon betroffen sind. Das erleben wir in unseren Beratungsangeboten, in unseren Beratungsstellen. Wir erleben es aber tatsächlich auch bei unseren psychosozialen Zentren für Folteropfern, welche dramatischen Folgen das hat. Denn Menschen können erst dann sich wirklich von Traumata erholen und auch hier ankommen, sich überhaupt erst wirklich auf Integration und Arbeit einlassen, was ja alles erwünschte Ziele sind, wenn sie auch eine Perspektive haben und wissen, dass sie hier in Deutschland angekommen sind.
Das bitte ich Sie wirklich zu berücksichtigen. Also ein erneuter, bewusster, absichtlicher Rückfall in eine Duldung, das halten wir für den absolut falschen Weg, sondern Sie sind jetzt auf dem guten Weg, die sich von diesen langen Duldungen und von dieser langen aufenthaltsrechtlichen Unsicherheit zu verabschieden. Bitte gehen Sie diesen Weg konsequent weiter. Da ich noch ein paar Sekunden habe, auch noch zum Thema Integrationskurse, erlauben Sie mir eine Anmerkung. Deutschkenntnisse zu erlangen, ist sicherlich für niemanden schädlich, unabhängig von der Frage, ob die Person hier bleibt oder ob sie wieder zurückkehren muss in ihr Herkunftsland. Also der Zugang zu Integrationskursen für alle Menschen von Anfang an ist insofern wirklich mehr als zu begrüßen und sicherlich sinnvoll. Nun zu der Frage des Familiennachzugs. Auch da wissen wir aus unserer Beratungspraxis, insbesondere, sage ich jetzt mal, auch beim ganz regulären Familiennachzug, zum Beispiel zu Ehegatten, wie schwierig es insbesondere ist für die, die weniger privilegiert sind, das heißt, die weniger Einkommen zur Verfügung haben, als es bei den Fachkräften in der Regel der Fall sein wird, die Voraussetzungen für den Deutscherwerb vor der Einreise zu schaffen. Da haben wir große Probleme, denn die Kosten dafür sind erheblich. Allein die Kosten für den Sprachkurs hinzukommen, aber dann in ganz vielen Gegenden dieser Welt die Kosten für die Reise, um überhaupt das nächste Goethe-Institut zu erreichen, die Kosten der Unterkunft, die Prüfungskosten, das sind Kosten, die sind so erheblich, dass viele der Personen, die wirklich ein Recht haben, einen Anspruch hätten auf den Familiennachzug, sie gar nicht aufbringen können und tatsächlich dadurch von dem Familiennachzug ausgeschlossen sind. Insofern ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den es zu ändern gilt. Danke. Vielen Dank. Professor Dietz, bitte. Sehr geehrter Herr Seif, Sie haben mir eine rechtspolitische Frage gestellt, ob § 1 Aufenthaltsgesetz dahin ergänzt werden soll, dass alle integriert werden, die nach Deutschland kommen. Wörtlich ausgelegt wäre das eine Zuwanderungsentscheidung des Einzelnen. Wer nach Deutschland kommen will, bleibt oder wird jedenfalls integriert. Im Moment setzt das Gesetz das etwas anders voraus. Es sagt, diejenigen werden integriert, haben Zugang zu Integrationskursen, die hier bleiben dürfen. Und wenn wir abstellen, nicht auf die Entscheidung Deutschlands, ob jemand bleiben darf, zum Beispiel wegen Schutzbedarf im Asyl oder als qualifizierte Fachkraft, sondern allein auf die Entscheidung des Einzelnen abstellen, dann wäre das ein Paradigmenwechsel unseres Ausländerrechts. Der entzieht sich meiner rechtlichen Bewertung. Es wäre letztlich eine migrationspolitische Entscheidung des Hohen Hauses hier. Vielen Dank. Herr Dr. Kolb, bitte. Ja, vielen Dank. Vielen Dank für die Frage zu den Zugang zu den, zu den Integrationskursen, auch für Staatsangehörige sicherer Herkunftsländer. Naja, es fällt natürlich auf, dass diejenigen oder die Länder, die auf der Anlage 2 zu 29a Asylgesetz gelistet sind, also zu den sicheren Herkunftsländern zählen, dass die im Wesentlichen deckungsgleich sind mit dem 26.2 in der Beschäftigungsverordnung. Es ist klar, da ist noch Senegal dabei und da ist noch Ghana dabei. Es gab ja auch mal hier in diesem Haus den Versuch, die Liste sicherer Herkunftsländer zu erweitern. Ich glaube, der Bundestag hat dem sogar zugestimmt, um die Länder des Maghrebs und um Georgien. Das ist dann im Bundesrat gescheitert. Das ist auch eine migrationspolitische oder eine rechtspolitische Fragestellung. Im Moment ist es aber natürlich so, dass der 26.2 Beschäftigungsverordnung und die sicheren Herkunftsländer quasi deckungsgleich sind. Und wenn wir uns die Entstehungsgeschichte des 26.2 Beschäftigungsverordnung, also die Westbalkanregelung, noch mal anschauen, dann ist die ja auch deshalb umgesetzt oder verabschiedet worden, um ein Signal auszustrahlen, um das Signal auszustrahlen, dass diejenigen, die aus diesen sicheren Herkunftsländern kommen, bitte nicht den Weg des Asyls beschreiten, aber stattdessen als eine Art Ausgleich, als eine Art Ermöglichungsausgleich die Möglichkeit bekommen, über den 26.2 und das heißt ganz konkret unter Absehung jeglicher qualifikatorischer Vorgaben nach Deutschland zu kommen. Die Westbalkanregelung ist ja binnen kurzer Zeit, obwohl sie eigentlich gar keinen Erwerbsmigrationshintergrund hatte, zu einem Bestseller geworden. Der wird vermutlich jetzt auch entkontingentiert, wird entfristet. Und insofern fällt einfach auf, dass man, wenn man die Personen aus den sicheren Herkunftsländern hier von Tag 1 an die Möglichkeit gibt, Integrationskurse zu belegen, dass wir dann den Wertungswiderspruch haben zwischen auf der einen Seite erleichterten Zugang zum Arbeitsmarkt, auf der anderen Seite eben auch die Teilnahme an den Integrationskursen. Ich glaube gar nicht, dass es
dass es praktisch, dass es empirisch so eine große Rolle spielen wird, ob die jetzt die Möglichkeit haben, da teilzunehmen. Es bleibt ja dabei, dass es auch keinen Anspruch auf Teilnahme gibt, sondern eine Teilnahme nach bestehenden Kapazitäten. Also ich glaube gar nicht, dass das in der Praxis so eine große Rolle spielen wird. Aber wenn einem so ein bisschen die Kohärenz der Rechtsordnung auch am Herzen liegt, dann fällt es natürlich auf, dass wir auf der einen Seite hier X sagen und auf der anderen Seite Y, und X und Y passt hier nicht so ganz zusammen. Abschließend Herr Dr. Wittmann. Vielen Dank. Die Frage ging nach meinem Verständnis ja dahin, ob der Gesetzentwurf sein Ziel in der großen Breite erreichen wird. Als Richter habe ich hier natürlich einen gewissen Nachteil, weil ich in empirischen Fragen relativ schlecht aufgestellt bin und nur mit Einzelfällen, die rechtlich oder tatsächlich kritisch sind, befasst bin. Wenn ich mir die Norm ansehe, mit der Brille, die ich nun mal aufhabe, würde ich sagen, ja, diese Ziele können im Prinzip erreicht werden, weil ja zu diesem Jahr des gesicherten Aufenthalts noch diese 5 Jahre Voraufenthalt dazukommen, in denen ja nichts passiert ist, hofft man jedenfalls. Wenn ich jetzt gefragt werde, ob dieses Jahr immer ausreicht, dann muss ich das natürlich verneinen. Also ein Kaltstart im Sinne von, man beginnt mit Beginn des Jahres Deutsch zu lernen, man beginnt erstmals sich um Arbeit zu bemühen, das wird je nachdem in einem Jahr sehr schwierig werden. Die Frage ist nur, will der Gesetzgeber auch diese Fälle erfassen? Das kann ich letztlich nicht beurteilen. Wenn er das will, dann müsste er über eine Verlängerungsmöglichkeit nachdenken, dann ist das eine sehr großzügige Regelung. Die Alternative wäre, dass man sicherstellt, dass dieses eine Jahr nur Ausländern gewährt wird, die eine halbwegs realistische Chance haben, da auch die Voraussetzungen des 25a und des 25b zu erreichen. Wie gesagt, ich glaube, das werden viele, aber sicher nicht alle sein. Zu vermeiden wäre aber eine Regelung, die Hoffnungen erfüllt, die sich dann definitiv nicht realisieren können. Ansonsten vielleicht kurz zwei Schwierigkeiten bei der praktischen Anwendung vielleicht. Überhaupt nicht geregelt ist, was mit der Passpflicht passiert. Der Betroffene kommt zwar in die Neuregelung hinein, ohne sie zu erfüllen, ob er aber auch wechseln kann, wenn er sich um eine Erfüllung der Passpflicht nicht erfüllt, das ist nicht geregelt und steht im behördlichen Ermessen. Das sorgt einfach für Probleme, da sollte der Gesetzgeber Farbe bekennen. Und dann ist es letztlich so, dieser Kompromiss verbessert im Fall eines Scheiterns der Integration die Abschiebesituation nicht, weil der Betroffene es auch als einfach Geschenk nehmen kann, ohne etwas zu tun. Wenn der Gesetzgeber hier wirklich ein Duodes haben will, das auch negativ ausgehen kann, dann müsste er das entsprechend regeln. Vielen Dank. So, damit sind wir am Ende der ersten Anhörung dieses Tages. Die 10 Minuten ermöglichen uns jetzt eine kleine Umbaupause und den meisten Teil der hier im Raum Anwesenden sehen wir gleich wieder. Vielen Dank allen, die heute beigetragen haben, soweit, und bis zur weiteren Anhörung.